Ja, liebe Ja, liebe Zuschauer, Zuschauer. hier sind wir wieder am Montag bei den Wandelgesprächen. Herzlich willkommen. Ich mache die Einleitung kurz, weil es ein Forumsthema gibt im Forum, im korruptionsfreien Forum www.freie-argumente-kultur.de. Da gibt es im oberen Bereich ein Thema zu den Wandelgesprächen, auch was der Sinn der Sache ist und wie auch wir normalerweise technisch das gestalten, so dass ich da nicht viele Worte zu machen muss. Es sei nur so viel gesagt. Hier ist ein erster ganz offener Rahmen, wo alle Menschen miteinander freundlich über alles reden können. Ich hoffe auch, Kinder und Jugendliche kommen mal irgendwann dazu, um sich fürs Leben zu orientieren. Und wir sehen dieses offene Reden, die freie Argumentekultur als den Lebensnerv, den Zentralschlüssel quasi auch für Kommunebildung. Also wir sind ein Stück weit auch ein virtueller Keimling für echte Kommuneentwicklung, nämlich durch freie Argumentekultur. Und damit steigen wir ein und ich gebe für den ersten Beitrag an, fangen wir mit dir an, Dylan, oder jemand anders? Wenn jemand anders möchte, ich kann aber auch anfangen. Ich habe was vorbereitet, weil ich auf den Lucky ja noch antworten muss auf das Thema Konkurrenz und Wettbewerb. Na denn, dann würde ich sagen, steigen wir einfach ein. Ja gut, dann gucke ich mal nach dem entsprechenden Bild. Ich weiß nicht, ob das jemand mitlesen kann, was ich jetzt hier habe. Kann sogar ich sehen. Kannst du sogar sehen? Ja? Also dann starte ich mal meine Redezeit, ja? Super. Angesprochen wurde auch das Problem, dass die GWO und GWÖ noch die Konkurrenz beibehalten würden, die alles zerstören würde. Vielleicht nur ganz kurz die kurze Information. Wir haben jetzt intern das GWO geändert. Das hieß ja früher gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und das wurde jetzt abgeändert in Gemeinwohlwirtschaftsordnung, weil wir glauben, dass am Ende sowieso nur die diese Diskussion bleiben wird. Marktwirtschaft oder Gemeinwohlwirtschaft, ja. Also GWÖ und GWÖ. Angesprochen wurde auch das Problem, dass die GWO und GWÖ noch die Konkurrenz beibehalten würden, die alles zerstören würde. Also die sanfte Konkurrenz der bonobo-kommunistischen Gruppenehe Ehen als Beispiel höchstmöglicher natürlicher Konkurrenzarmut können wir als Menschen noch viel sanfter gestalten. Also das heißt, ich suche jetzt in meinem Gehirn quasi nach dem Beispiel, ob es unter Säugetieren die mildeste oder fast nicht vorhandene Konkurrenz bei Säugetieren. Und das ist eben die beiden Bonobos, da sieht man nämlich die Konkurrenz fast gar nicht, da ist die auch fast nicht spürbar. Also die sanfte Konkurrenz der bonobo-kommunistischen Gruppenehen als Beispiel höchstmöglicher natürlicher Konkurrenzarmut können wir als Menschen noch viel sanfter gestalten, indem wir die seltenen Fälle von tödlichen Vertreibungen von missratenen jungen Männern oder an den Rand wegdrängen derselben durch Frauengruppen, was ich auch letztens in einem Filmbericht gesehen habe, eventuell einschließlich der leiblichen Mutter des Weggedrängten. Also das sind oft Gruppen da, wo die Mutter quasi auch deswegen nenne ich das dann auch die super späte Abtreibung im Rahmen des Naturrechts der linken Frauenemanzipationsbewegung. Mein Bauch, mein Neugeborenes, mein Kind gehört bis zum jungen Erwachsenensein ganz allein mir, der Mutter, und ich ganz allein entscheide, ob es lebt oder stirbt. Das ist also bei den Bonobos Naturrecht. Die Rechten wollen ja den Frauen immer diesen Satz, mein Bauch gehört mir, streitig machen und also das Recht auf Abtreibung nehmen. In der Natur sieht man, dass die Abtreibung sogar bis zu ins junge Erwachsenenalter hinein als Naturrecht der Frauen existiert. Also quasi noch weiter geht als die Frauenemanzipationsbewegung. Ja, ja und dieses Leiden sollten wir aber als Menschen natürlich abmildern, indem wir diesen jungen Männern ein leidfreies Leben ermöglichen, zugleich aber die biologische Funktionalität der Vertreibung nicht wieder natürlich stoppen, nämlich seinen sinnvollen Nichtzugang zu den Eizellen von Frauen und den Schutz aller vor seinen gefährlichen Handlungen. Denn vertrieben werden immer junge Männer, wenn sie so entgleist sind, dass sie auch gewalttätig werden, ne? Ansonsten ist die Bonobo-Konkurrenz äußerst milde. Zum Beispiel fühlt sich der durchschnittliche Schenker von den Alpha-Beta-Gamma-Top-Schenkern
ebenfalls reich beschenkt und erleidet keine psychische Zerstörung, was ja Lucky vermutet hat, ne? Auch Sex mit allen Frauen hat ja auch der durchschnittliche Schenker, nur sorgen die Frauenkörper dafür, dass die Vaterschaftswahrscheinlichkeit bei den Top-Schenkern etwas höher liegt. Aber auch das quält den durchschnittlichen Schenker nicht, das kriegt er nämlich ja gar nicht mit, ne? Der kriegt ja die Wettbewerbssituation gar nicht mit, die spürt er gar nicht, ne? Erst die kapitalistische Unterdrückung der Gruppenehe macht daraus eine unangenehme Konkurrenz um den die anderen ausschließenden Alleinbesitz von Frauen. Erst da beginnt die unangenehme Konkurrenz im Gegens ja, ich habe es piepen gehört, ich mache noch die Sache rund. Erst da beginnt die unangenehme Konkurrenz im Gegensatz zum sanften, milden Leistungswettbewerbskommunismus. Dann habe ich dann einen Song komponiert, aber das kann man ja mal bei Gelegenheit nachlesen, wenn man das mal will. Polybi heißt der Song, ja, gut. Ja, aber das lese ich dann in der nächsten Runde, weil meine Zeit ist zu Ende. Ich gebe weiter an die nächste Person, die möchte, ne? Ja, wenn sonst keiner will, kann ich ja dann meinen inhaltlichen Beitrag geben. Danke, Dylan, für deine Erläuterungen. Und es ist vielleicht ganz wichtig für die Zuschauer, dass wir mit all diesen Konzepten, auch wenn ich was erzähle über Schenkökonomie oder über die geisteswissenschaftliche Schiene zur Heilung der Welt, der Seele und der Welt, dass wir ein extrem experimental offener Raum sind. Also wir verstehen uns als pure Wissenschaft. Da wird nichts einfach ideologisch festgelegt und schon gar nicht der Hinterfragung entzogen, sondern das sind alles Thesen, die wir aufstellen, die wir mit Begründungen theoretisch zu unterstützen bereit sind, so gut das geht, und die dann in der Praxis sich bewähren sollen und wo man guckt, was klappt denn, was klappt nicht. Und ich verspreche, ihr werdet nirgends eine größere Vielschienigkeit finden können, wo ernsthafte Experimentalvorstellungen auch, ja, diskutiert und ausprobiert werden sollen. Also, wenn euch irgendeine Einzelaussage, die wir hier machen, nicht gefällt, was weiß ich, ihr denkt, der Mensch ist doch kein Tier und was der Dylan da sagt über dieses Naturrecht der Frauen ist doch ganz schlimm und man darf auch die Kinder natürlich dann nicht mehr töten und sowas, auch vor dem oder bis zum jungen Erwachsenenalter, macht daraus keinen Grund zu sagen, oh nee, mit denen können wir jetzt nichts mehr anfangen und da schmeißen wir jetzt die Brocken und gehen woanders hin. Weil ihr wahrscheinlich ja auch sehen werdet, dass es wichtig ist, all solche Thesen zuzulassen, im Sinne der Meinungsfreiheit. Alle kennen den schönen Spruch von Voltaire. Ich mag deine Meinung noch so ekelhaft finden. Ich werde mein Leben dafür geben, dass du sie frei äußern kannst. Und ich sage, wir brauchen es nicht nur, dass alle Informationen und Meinungen frei geäußert werden können. Wir müssen lernen, ganz radikal alles nur nach Argumentequalität dann zu beurteilen. Also nicht, wem gefällt es besser, schon gar nicht irgendwelchen Lobbygruppen, Macht- und Geldinteressen, sondern was ist in der Sache richtig, was ist in der Sache falsch, wo sind Irrtümer? Wo sind korrekte Aussagen, die sich durch Theorie und Praxis belegen lassen, die sich bestätigen? Ja, also diese Freiheit der Argumente, diese Gleichberechtigung auch, ne? Weil bei uns kommt es nicht drauf an, wie groß und stark und schwach und klein ihr seid, welche Herkunft, welche Religion, welches Geschlecht und was auch immer. Die Argumente Gleichberechtigung aller Menschen, dass wir jedem zuhören und dass es bei jedem danach geht, ob er überzeugende Argumente vorzubringen hat. Sozusagen ohne Ansehen ansonsten der Person. Ja, das soll es bei uns geben, ne? Und deshalb freue ich mich, wenn ihr mit dieser Offenheit zurechtkommt und daran auch teilnehmen mögt. Stand der Dinge bei mir ist, ich bin heute einigermaßen auf Sprung. Vielleicht kriegt ihr das zwischendurch mit, aber das gehört dazu. Ich will ja immer in Kommune auch leben, also nicht nur irgendwo sitzen und Vorträge halten, während ich aus meiner Sicht verkehrt lebe, im bürgerlichen System angepasst bin und so weiter. Ich will ständig Versuchskaninchen sein und auch schon das Leben, was ich versuche,
ja als Wahrheit zu vertreten. Und infolgedessen, wir sind dabei, hier in einem der Projekte der ganzheitlichen Bildungswerkstatt Lilithopia.de eine Etage, einen Dachboden weiter auszubauen, dass der auch genutzt werden kann für Veranstaltungen oder auch als Wohnfläche zum Teil, für Mitkommunaden, Mitgefährten der aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune oder des neuen Stammes, des Schenker-Stammes. Ja, und da bin ich heute kräftig am Möbel schleppen und Elektronik mit verlegen und habe gerade mal vor jetzt einer halben Stunde das erste Licht mal angeschaltet auf diesem Dachboden und muss da gleich noch weg, um auch einen Schreibtisch noch zu holen mit jemand anders. Im Auto fahren wir dahin. Und ja, also das kriegt ihr vielleicht mit, ne, wenn es dann zwischendurch mal ein bisschen rumpelt oder so oder mal vielleicht die Verbindung sogar aussetzt. Aber ich bin dabei, ne, und die Wandelgespräche sind der wichtigste Gesprächsrahmen der Welt. Nämlich, dass wir wirklich bereit sind, als denkende und sprechende Tiere ganz vorbehaltlos uns auf Denken und Sprechen miteinander einzulassen. Ich höre das Piepen, passt gut, weil ich bin ja soweit auch fertig. Ich sage den letzten Satz nochmal. Wir als denkende und sprechende Tiere oder Wesen müssen endlich die Bereitschaft aufbringen, vorbehaltlos miteinander zu denken und zu sprechen. Und wenn wir Lösungswege finden, dann finden wir sie am ehesten. So. Alles klar, ich gebe weiter. Ich glaube, ich hatte jetzt eben einen technischen Fehler gemacht. Lucky, war das eben mit Echo oder war das gut verständlich, was der Olfef gesagt hat? Ich habe ihn sehr gut verstanden, alles. Obwohl ich das Mikro am Anfang auch anhatte, also macht das gar keinen Schaden, weil ich glaube, ich muss das Mikro zwischendurch immer abschalten, wenn ihr redet. Lucky, willst du jetzt als Nächster? Ja, ich kann weitermachen. Ich kann das auch selber ausschalten. Ich hatte den doch selber ausgeschaltet bei mir, das Mikro. Nee, ich meine, mein eigenes muss Mein ich eigenes. ausschalten, Ach so, damit okay. es keinen Echo-Effekt gibt, weil ich übertrage ja über das Mikro übertrage ich dich, Lucky, per Lautsprecher in das Live-Fernsehen, ne? Ach so, Und okay. deswegen muss ich das jetzt wahrscheinlich wieder einfach meins stummstellen. Also du kannst beginnen gleich, wenn ich stelle nur mein Mikro stumm. Okay, kann ich, ja? Gut. Bin verständlich? Hört ihr mich? Okay, gut. Alles super, alles Ja, super. prima. Ja, erstmal vielen Dank, Dylan, dass du dich noch daran erinnert hattest, dass beim vorletzten Mal, ich war ja letztes Mal nicht dabei, beim vorletzten Mal das mit dem Konkurrenz ja noch ansprechen wollte, dass das bei mir trotz dieses positiven Verstärkung, also dass der Arzt sozusagen belohnt wird, dass er weniger Kranke hat oder je weniger er hat, Kranke hat, desto mehr wird er belohnt. Dass das schon einen Fortschritt findet zum Bestehenden, dass es für mich aber ein halber Schritt ist, weil die Konkurrenz auch in der Gemeinwohlwirtschaft dann immer noch bleiben würde, weil nach dem Motto weniger Belohnung ist ja auch eine Beurteilung und kann jedenfalls für die Psyche auch ausmachen, obwohl es nicht so schlimm ist wie heute. Das stimme ich schon zu. Gut, dass du dich noch daran erinnert hast, das Beispiel jetzt mit den Bolo-Bolo und den Frauen und den Kindern konnte ich so schnell nicht fassen. Und kann da jetzt erstmal noch nichts zu sagen, vielleicht noch später was. Wollte halt nur sagen, ich hatte ein schönes Erlebnis letzte Woche, das passt nämlich zu unserem Thema, dass wenn es dann mal zu dem Forum kommt, zu dem runden Tisch, da ich gerne den Kay einladen würde. Kay ist der Mitbegründer von Helfer. Helfer ist also voll auf unserer Linie, finde ich, weil die eben im Lokalen halt so eine Vernetzung wollen von Leuten, die sich gegenseitig beschenken. Also die wollen auf keinen Fall tauschen oder was verkaufen oder eine Art Börse machen, sondern die sagen, Schenken ist Trumpf. Und haben sich schon in vielen Dörfern, Orten, hier in Berlin gibt es in jedem Bezirk schon so eine Helfergruppe. Er sagt irgendwas von 35.000, die schon mitmachen bei dieser Helfersache. Und den hatte ich am Telefon und der war auch sehr offen von unseren Ideen, die wir so machen, alles und sagte, genau, auch unser Ansatz hier mit, soll keiner ausgeschlossen werden und es gibt nicht nur ein Entweder-Oder was von Richtigkeit, sondern oder auch von Wege dahin zu kommen, sondern von mehrere Wege und wir sollten da zusammenarbeiten und alle ausprobieren und letztendlich zeigt uns die Realität dann, welcher Weg dann geklappt hat oder richtig ist. Und von daher ist es so ein, denke ich, passt ja also auch ganz gut,
in so einen runden Tisch mit deinem Ansatz der Helfer. Helfer ist die Abkürzung für Helfer, engagieren sich liebevoll für alle oder für andere. Das ist mir unklar, für andere oder für alle. Nur früher hieß es für andere, jetzt haben sie umbenannt in alle. Da will ich das auch googeln und den würde ich gerne einladen, wenn es dann mal so weit ist zum runden Tisch, dass der also auch mitmachen kann. Er hat auch schon eine größere Resonanz, glaube ich, als wir, weil, wie gesagt, die Helfergruppen sind schon ziemlich viele, wie ich gerade gesagt habe, auch im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, sogar bis Italien und Frankreich sind ja auch Helfergruppen. Und ja, das war also sehr erfreulich, auch als Person, die also mit ihm telefoniert hatte, war ein netter Telefonat. Ja, falls es noch nicht piept, ich gebe schon mal weiter. Wie gesagt, zur Konkurrenz kann ich jetzt erstmal weiter nichts sagen. Dass ich das aber nach wie vor für mich ein zentraler Bestandteil ist, um zu einer kooperativen, besseren Welt zu kommen, heißt das also auch, dass unsere Psyche sich von den Konkurrenzsachen befreien muss, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es so wichtig, dass für mich eben nach wie vor auch die Abschaffung des Geldes da ein wesentlicher Bestandpunkt ist, wesentlicher Baustein ist, um diese Konkurrenzdenken halt abzubauen. Deswegen müssen wir also einen Markt, auch einen Markt von Lob. Wer am meisten Lob kriegt, ist der Beste und so weiter. Das müssen wir in der Manager auch wegkommen. Okay, damit gebe ich jetzt weiter. Ja, wenn wir keine Reihenfolge haben, ich bin ja gespannt, wer Weltrat ist. Ladies first, bist du da, Heidi? Ja, klar bin ich da. Jo, bin ich hier wohl die einzige Frau heute? Ich mache heute mal wieder mit. Schönen guten Abend erstmal. Paar Mal war ich ja nicht dabei und deswegen war ich heute ganz verwundert, als ich diesen anderen Bildschirm gesehen habe. Okay. Ja, also mein Ansatz für eine zukunftsfähige Gemeinschaft ist grundsätzlich, dass alles von innen nach außen her wächst. Also dass wir können einfach nicht mehr von oben her ein Konzept bestimmen oder Regeln bestimmen oder gar Verbote auferlegen oder so. Und jetzt einfach so den Bonobos alles nachmachen, halte ich auch nicht für richtig. Schließlich sind wir Menschen. Und die Menschheit hat eben auch gewisse Erfahrungen hinter sich, die die Bonobos nicht haben. Aber der Ansatz, dass alles, das ganze Zusammenleben in menschlichen Gemeinschaften und Gruppen ja, auf der Liebe aufbaut, auf freier Liebe und freier Sexualität aufbaut, also da stimme ich mit den Bonobos überein. Allerdings etwas vielleicht ein bisschen geistreicher. Und eine Mutter sollte auch nicht, also wird auch nicht ihr jugendliches Kind töten. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Und wie dann ein Konzept in einer Gemeinschaft letztendlich sich entwickelt, hängt dann immer von den Menschen ab, die dort leben oder diese Gemeinschaft besuchen. Und ich schreibe gerade an einer Vision für den Kunsthof, wo es denn auch möglich sein wird, entweder dort ganz zu leben oder diesen Kunsthof zu besuchen, wenn man gerne aus der Stadt raus möchte und ein bisschen Kunst machen möchte oder Gesprächsbedarf hat oder. Also, dass da die vielfältigen Möglichkeiten sind. Für Menschen, die noch Sicherheit und Gesetze brauchen, kann es diese geben. Für die Menschen, die es nicht mehr brauchen, ja, die können sich da frei entfalten. Und ja, ich finde es auch wichtig, erstmal ist für mich immer die Vision da von den Menschen empfangen, die dafür halt die Fähigkeit haben. Und dann kommt die Manifestierung und dann kommt die Realisierung. So. Und dann entsteht das, was entstehen möchte. Und das kann in Zukunft einfach nichts mehr sein, was irgendwie mit Konkurrenz zu tun hat, weil es alles auf dem Boden der Liebe wächst. Liebe und Vertrauen und Frieden. Und jeder, der dazukommt, kann dies dann lernen. Und wenn er es noch nicht kann und noch voller Ängste und Konkurrenzkampf ist, weil er gerade frisch aus der Leistungsgesellschaft kommt, dann kann er sich im Heilhaus heilen lassen und von Ängsten befreien lassen.
So, wirklich erlebt habe ich dies natürlich noch nicht, obwohl es ja Gemeinschaften gibt wie Tamera und das Zeg, wo das schon weitgehend möglich ist. Ja, aber ich glaube fest daran, dass die Gemeinschaften der Zukunft so aufgebaut sind. So ein schrittweises sich, also geheilt werden an Orten, wo auch eine sehr hohe Energie schwingt und wo Menschen langsam Krankheiten wie Ängste und die Konditionierung der alten Welt dann auch wirklich loslassen können. Und dann sind ja alle Menschen, die sich dort auf diesen Plätzen aufhalten, automatisch in Liebe, in Mitgefühl, in einer höheren Geisteskraft, in einer erhöhten Kreativität. Ja. Genau, soweit erstmal. Und ich gebe weiter, wer möchte. Guten Abend, alle miteinander. Ja, meine Gedanken drehen sich momentan um die Demokratisierung. Im Grunde meine ich, dass in der Bundesrepublik durchaus gute Gesetze bestehen, dass es nur etwas an der Umsetzung mangelt. Also, was heißt etwas? Es mangelt an der konsequenten Umsetzung von Grundgesetz, Menschenrecht, Friedenspolitik, teilweise Außenpolitik. Ja, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt kritisieren und anprangern, wer sich da verfehlt in unserer Politik, sondern einfach mal schildern, wie es vielleicht besser gehen könnte. Und mein erster Punkt wäre da eine echte Wahrheitsforschung. Gibt es ja sicherlich. Nur sind unsere Medien schon so monopolisiert, dass sie eigentlich widerspruchslos oder weitgehend widerspruchslos behaupten können, was sie wollen, ohne dass die da Shitstorms ausgesetzt sind, wenn sie echt vorsätzlich lügen oder fehlerhaft recherchiert haben oder Fakten einseitig darstellen. Da wünsche ich mir so eine Stiftung Wahrheitstest. Ähnlich, naja, sagen wir mal, wie das Statistische Bundesamt, wo ich heute noch denke, okay, da werden die Zahlen noch relativ unverfälscht eingebracht, wahrheitsgemäß echt gezählt und nicht verschoben und Nullen fallen gelassen oder Nullen hinzugefügt. So, das ist erstmal ein Kriterium, was eigentlich überall gelten sollte. Natürlich nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, zu dem wir ja gehören. Und letztlich in allen Staaten braucht man Wahrheitsbindung. Ohne diese Wahrheitsbindung und Bildung sind wir als Bürger uninformiert und können sozusagen nicht gut emotional entscheiden. Es wäre schön, da zu vertrauen, weil man weiß, ja, also es gibt Medien, die nahezu unverfälscht Wahrheit präsentieren. Wobei natürlich die Wahrheit vielschichtig ist und so weiter. Aber im Nachhinein gesehen ist die Wahrheit immer das, wie es wirklich war, auch wenn es in dem Moment niemand gesehen hat. So, das war Punkt 1, die Wahrheit. Punkt 2, Wahlsystem, Politik, Politikerwesen. Ich denke, das ist auch reformbedürftig. Amtspolitiker mit langer Karriereleiter könnte in der Moderne überholt sein. Eigentlich müsste
wenn es menschlich geht, unter 80 Millionen Deutschsprachigen, müsste es Quereinsteiger geben. Man bräuchte da nicht so ein starres Bürokratensystem, wo letztlich niemand so wirklich seitlich, Dankeschön, wo letztlich niemand so wirklich seitlich einsteigen kann, auch wenn sich Talente zeigen, als wenn sich Genien zeigen, wenn sich Künstler zeigen, die sehr viel Talent aufweisen, dann müsste es Beschlussräte geben, die diese gleich recht weit nach oben transportieren können. So, diese beiden Punkte in meinen ersten 5 Minuten. Ich gebe weiter. Ja, vielleicht ein kurzer technischer Hinweis. Henning, dein Lüfter ist sehr laut, deswegen... Tatsache bewusst werden muss, dass jeder Mensch in seinem Status der erste Diener zu seinem Staat ist. Egal, wie groß sich dieser Staat jetzt definiert, ob in Form von einem Land oder einer Region oder auf der ganzen Erde. Und letztendlich ist es die Kraft eines jeden Menschen in seinem Denken, die dazu beiträgt, dass wir eine Realität kreieren. Und wenn wir diese Kreation der Realität irgendwelchen Institutionen überlassen, die eigentlich nur ein Gewinn-Profit-Geschäft machen wollen, dann hat das wenig mit Leben oder Lebensgestaltung zu tun. Und ich denke, dass die Verantwortung selber, jeder zu jedem Menschen selber zurückgehen muss, im Erkennen struktureller Gewalten, die jeder Mensch unbewusst, unsichtbar bedient, und dass diese erkannt werden. Und da bin ich momentan auch in großer Arbeit, auch mit meinem Freund André Genestet, der stiller Mediator ist, einen großen Krieg momentan zu verhindern. Weil es kommt einiges auf uns zu, wenn wir als Menschheit selber, jeder für sich, langsam anfängt umzudenken und Verantwortung zu übernehmen. Weil sonst haben wir ein großes, großes Problem, wenn wir diese Probleme vor uns herschieben und die anderen überlassen, die eigentlich nur einen Profit daraus machen wollen. Das wäre erstmal so mein Einstieg und gebe weiter. Dann vermute ich, dass ich dran sein könnte. Nee, wer ist denn der Weltrat? Ja. Weltrat war noch nicht. Der Weltrat ist nur, das ist unser Aufnahmecomputer. Das ist quasi der Weltratcomputer, der quasi die Aufzeichnung macht. Der hat aber, da steckt niemand dahinter. Das ist nur der zweite Computer, der hier mitläuft. Der macht die Aufzeichnung, während die Live-Sendung mit einem anderen Computer gemacht wird. Einverstanden, all klar. So, aber ich glaube, ich bin dran, gell? Waren alle dran außer mir? Ja, ich denke schon. Ja. Dann mache ich nochmal wieder, ich war ja noch nicht ganz fertig gewesen mit dem hier, mit was ich zeigen wollte. Ich weiß nicht, ob das einige wieder sehen können. Das hängt immer auf eure Bildschirmeinstellung ab, ob ihr das jetzt sehen könnt. So, dann mache ich das jetzt mal groß. Ja, also, wie gesagt, ich habe das ja ganz bewusst geschildert, weil ich natürlich weiß, was das für ein heißes Eisen ist, wenn also sozusagen das Recht, mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir, mein Kind gehört mir oder gar sogar mein junger Erwachsener gehört mir, dass das natürlich reines Naturrecht ist. Das ist tatsächlich das, was Lebewesen machen. Ich kann noch mehr Entsetzen beibringen. Zum Beispiel Schweinemütter fressen, wenn irgendetwas mit dem Wurf nicht stimmt, dann fressen die einfach wieder auf, weil sie das Naturrecht auf Abtreibung nun mal haben. Niemand kann es ihnen streitig machen. Das finde ich zwar auch sehr grausam, aber es zeigt, dass eben Säugetiere eben so, solche Lebewesen sind, die eben nicht so gerade so sanft und so
behutsam sind, sondern teilweise sehr, sehr ruppig, ja, und teilweise sehr, sehr egoistisch, und denn die Mutter macht das aus reinem Egoismus. Die will einfach mehr Kinder hinterlassen, und wenn was mit dem Wurf nicht stimmt, dann sind das zu wenige Kinder, und dann frisst sie die einfach auf und setzt möglichst schnell neue Kinder in die Welt, und wenn dann mit denen alles in Ordnung ist und der Wurf groß genug geraten ist, dann ernährt sie sie auch liebevoll. Aber sie entscheidet als Mutter immer egoistisch, was sie tun will. Ja? Und das ist leider, also die naturwissenschaftliche Sichtweise sagt ja, ja, wir können versuchen, eine so milde Form des Lebens, wie wir es bei den Bonobos haben, ja, solche milden Lebensformen können wir versuchen herzustellen, aber es ist nicht so ganz leicht, denn Säugetiere verfügen über eine erhebliche Portion an Egoismus. Und ich habe gerade einen Arte-Film über Ameisenhaufen gesehen. Und da wurde gezeigt, was da für ein Hauen und Stechen war. Da war Sklaverei. Die eine Ameise, das kenne ich natürlich alles aus der Wissenschaft schon, aber eine Ameise hat die andere Königin 2 Monate lang hat sie sie erwürgt, bis sie dann endlich tot war, und hat dann den ganzen Ameisenstamm versklavt. Und dann waren da Raupen, die wurden wie Haustiere gehalten und gemolken. Und also ein Hauen und Stechen in dem Ameisenhaufen von Leben halt. Und Leben ist halt aus naturwissenschaftlicher Sicht leider nicht so sanft, wie wir uns das alle wünschen würden, ja. Und aber ich lese nochmal das hier vor, ja, also Polybi, na gut, das ist der Song, der zeigt, dass der Mensch ja eigentlich viele Menschen lieben kann. Und ja, und die Rechten und ihr Kapitalismus, so sehen wir das als Naturwissenschaftler, dass es die Rechten sind, die Rechtsradikalen und ihr Kapitalismus, die lieben nämlich meistens den Kapitalismus, und die Weltsozialspartler und auch die Gesundheitsspartler haben unterdrückt und geraubt das Naturrecht der Frauen. Mein Bauch bis Kind gehört bis zum jungen Erwachsensein ganz allein mir, und ich allein entscheide, ob es lebt oder stirbt. Wir müssen uns als Naturwissenschaftler immer fragen, welche Sparten profitieren noch, wenn man die Abtreibung verbietet, die Abtreibung der Gefährlichen oder der Missratenen und so weiter. Wer verdient? Die Sicherheitssparten, Polizisten, Anwälte und so weiter. Also man merkt, wir Naturwissenschaftler denken halt so ganz nüchtern, welche Sparte im Kapitalismus bereichert sich an der Tatsache, wenn ich den Frauen das Recht an der Abtreibung wegnehme und sage, nein, dein Bauch gehört nicht mehr, sondern wir, der Staat, verfügen über dich und über deine Kinder und wir besitzen die. Ja, ich habe das Piepen gehört, ich mache nur noch den Gedanken rund. Und ja, von daher, es ist nun mal so, dass die Naturwissenschaft einfach wirklich versucht, rational, wissenschaftlich zu erfassen, was Leben ist. Und da ist leider ein völlig konkurrenzfreier Raum, ist eben leider schwer vorstellbar. Ich gebe weiter und ich glaube, der nächste war Öffi gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, danke, Dylan. Danke den Vorrednern. Und ich versuche mal, so ein paar Akzente einerseits zu geben. Also was ist mein Stand jetzt, wie entwickle ich mein Leben voran fürs Wohl der Welt? Und dann so ein paar Akzente auch, wie man das, was der Dylan gesagt hat, also der bringt ganz prickelnde wissenschaftliche und auch gesellschaftsreformerische Gedanken immer ein, wie sich das so ein bisschen, ich sag mal, humanisiert in eine leichter vorstellbare menschliche Gestaltung bringen lassen kann. Der Dylan vertritt das selber auch so, also ich werde da sicherlich dann Dinge sagen, die er so auch gut findet. Aber erstmal zu meinem Stand. Ich sagte, heute bin ich dran, hier Baustelle zu machen in einem der Kommune-Projekte, damit da auch wieder mehr laufen kann an Veranstaltungen, Wohnfläche und so weiter. Darüber hinaus bin ich in der Vorbereitung
Einerseits, was ich auch eine ganz tolle Anregung auch von Dylan so fand, dass wir unsere freien Argumentekulturrahmen hier, die Samstalks, die Montalks, dass wir die weiten und vor allem auch danach streben, da die großen Multiplikatoren, die Vertreter der verschiedenen großen Weltanschauungen, Ideologien oder Systeme in der Welt mit an den Tisch zu bekommen. Und das für ein New World Economic Forum oder eine neuartige Zukunftskonferenz, weil ohne diese Filterblasen, Scheuklappen, womit die Leute sich gegenseitig ausblenden und verdrängen, sondern als fairer Kongress für alle Lösungsvorschläge. Und nicht wer kann sich besser durch Geschrei durchsetzen, sondern durch Argumente, Qualität. Also da bin ich dran, weiterzumachen, will da die Einladung weiter verschicken. Alle diese Zweige findet ihr im Freie Argumente Forum. Ne? Also wenn ihr über die Talks hinaus damit machen wollt, schaut da rein, freie-argumente-kultur.de. Und ich bin der Ansicht, also auch jetzt in Corona-Zeit oder insgesamt, weil sich die Gesellschaftsform wahrscheinlich immer mehr in autoritäre Richtung entwickeln wird, digitale Kontrolldiktatur, Big Brother. Ich glaube, ein ganz zentrales Argument und ein Schicksalsfaktor der Menschheit ist, ob wir Freiräume noch aufrechterhalten können. Reservate nenne ich das für natürliche, freiwillig, gesamtverantwortliche Menschen. Man könnte auch sagen, echt demokratische Menschheitskonsensdemokratie. Da habe ich Ende März einen Prozess und bin da auch in der Vorbereitung, dass ich da sage, oder so will ich diesen Prozess benutzen. Für mich sind das gewaltfreie Aktionen, weil ich im Moment nicht wirklich genug Argumentationsspielraum vom Staat oder von der Demokratie geboten bekomme. Deshalb muss ich solche gewaltfreien Aktionen machen und nutzen, um eine größere Argumentation zu erreichen, die sich solche immer mehr zu mit in noch humanisierterer Form los. Ja, danke. Wir hatten ein Verbindungsproblem. Ich hoffe, ihr hört mich wieder. Ich mache auch nur noch relativ schnell zu Ende. Also ich glaube, dieses Tötungsrecht gegen zu entartenden Nachwuchs bei Säugetieren, da könnten wir Menschen ja viel humaner mit umgehen, um die Entartung zu verhindern. Wir müssten die nicht töten. Wir haben die Todesstrafe durch lebenslange Haft oder durch Unterbringung in entsprechenden Sanatorien oder wie man das nennen will, Therapiezentren, haben wir solche Möglichkeiten. Also wir können es noch humaner machen und trotzdem den Zweck auch erreichen, dass die ganze Stammeskultur jetzt nicht entartet. Und genauso, also ich finde das ganz toll, der Dylan sagt ja vor allem auch, dass im Moment in der Gesellschaft das Thema Gemeinwohlökonomie am ehesten ankommt bei den Menschen. Also Korruption abschaffen, freie Argumentekultur, da gucken sie eher wieder Ochs vom Berg, aber Gemeinwohlökonomie kommt am ehesten an. Finde ich gut, dass das, was gerade ein heißes Eisen sein kann, auch besonders schnell zu schmieden oder besonders stark daran zu schmieden. Und ich glaube, das kann alles sich gegenseitig in guter Richtung befruchten, wenn man da nicht so eine engstirnige Ausschließlichkeit jetzt draus machen würde. So nach dem Motto, dafür opfern wir jetzt die freie Argumentekultur oder dafür opfern wir jetzt die Beseitigung der Korruption in der Gesellschaft. Denn dann kann es gefährlich werden in meinen Augen. Ja, jetzt höre ich sieben, super. Bin auch gleich fertig dann. Also da kann es gefährlich werden, weil wenn wir uns mit irgendwelchen ökonomischen oder ökologischen Reformen dazu bringen lassen, ein großes Korruptionssystem zu stoppen, also dann kann trotzdem die große Big Brother-Diktatur sich weiterentwickeln und zur Durchsetzung kommen, weil ich glaube, dass die Diktatoren, die dann in der Zukunft bestimmen werden, die werden in manchen ökologischen und ökonomischen Hinsichten nachgeben können, ne? Weil die wollen auch nicht auf einer durch Klimawandel vergifteten oder gerösteten Welt leben und die wollen auch nicht, dass sie sich da um irgendwelche Scharen armer Menschen kümmern müssen.
die jetzt sonst verrecken würden, also sonst geht ihnen die Bevölkerung zugrunde, die werden schon einverstanden sein, wenn man da sagt, wir bilden Solidarkommunen, solidarische Landwirtschaftskommunen, was weiß ich so, werden sie sagen, macht ruhig, Hauptsache ihr lasst uns die Willkür herrschaften. Und deshalb, wir brauchen alle Ansätze und so viel wie möglich die Funken zu schlagen, wo sie geschlagen werden können, aber mit der Offenheit des Gesamtrahmens, dann kann sich das alles in einer guten Gesamtrichtung gegenseitig befruchten. Ja, und da danke ich dem Dylan für diese Anregung immer und dass er da so mit Feuer und Flamme auch an manchen Stellen, wo es vielleicht gerade vorwärts gehen kann, auch versucht, vorwärts zu arbeiten. Und gebe jetzt erstmal an den nächsten Sprecher weiter. Ja, und nur ganz kurz der Satz, dass es selbstverständlich alles möglichst ganz ohne Schmerzen und Leid ablaufen soll, da sind wir selbstverständlich immer dafür, dass wir es nicht so machen wie die Tiere, wo es ja wirklich dann brutal zugeht. Ne? So, wer war denn der Nächste? Ich war der Nächste, glaube ich. Ja, ich kann mich da anschließen. Das mit den Tieren, mit den Beispielen, das finde ich auch nicht so gut, weil wir unterscheiden uns ja von den Tieren. Und deswegen, glaube ich, können wir das viel sozialer regeln. Außerdem finde ich das auch ein bisschen Widerspruch. Also wenn man das mit den Recht der Mutter, die Kinder oder die Tiere zu töten, wenn man das übertragen, finde ich einen Widerspruch zu der Gemeinwohlökonomie, so wie ich das verstanden habe bisher, ist es ja so, dass es dann eigentlich das Eigentum aufgelöst wird oder das nicht mehr gibt. Und wenn ich das richtig verstehe, mit dem Beispiel von den Tieren ist ja jetzt so, dass es ein Eigentum an den Kindern gibt. Und das ist für mich genauso wie mit dem Eigentum an Frauen, gibt es auch kein Eigentum an Kindern, sondern ist das irgendwie immer eine Gemeinschaftsaufgabe, die Pflege, Erziehung, Nährung und so weiter der Kinder. Also bis auf die ersten 9 Monate, das wird wahrscheinlich nicht anders gehen, obwohl der heute nun auch schon im Reagenzglas und gesickt wie ist. Aber ansonsten ist außer die ersten 9 Monate, weil sozusagen im Bauch der Mutter ist, denke ich, ist es dann also immer eine Gemeinschaftssache, wie die Kinder aufwachsen, unter welcher Umgebung, wie sie gepflegt werden und wer dafür zuständig ist. Und von meiner Vision von einer anderen Gesellschaft ist das also nicht mehr das übliche Vater-Mutter biologisch, die da die Hauptzugriffsmöglichkeiten haben, wie der heute ist, auch durch die Sätze geregelt ist und so weiter, dass ich mit, in Anführungsstrichen, mit meinem Kind, also haben wir schon ein Possessivpronomen, mit meinem Kind machen kann, was ich will, mehr oder minder. Das wird es in meiner Vision von einer anderen Gesellschaft wird's das also nicht mehr geben, sondern dann ist das ein selbstständiger Mensch, der natürlich auf Hilfe und Unterstützung ein bisschen mehr angewiesen sind als die Erwachsenen vermutlich, ja. Aber ansonsten ist der auf Augenhöhe behandelt und mehrere Erwachsene, die Bezugspersonen, entscheiden wie in jedem Kollektiv oder Gruppe, wird da entschieden, was ist das Beste jetzt für die jeweilige Person und was ist für die Gesamtgruppe das Beste. Und genauso werden da die Kinder mit einbezogen. Und deren Bedürfnisse und Wünsche. Und jetzt nicht eine Sache von Vater und Mutter, die allein entscheiden dürfen, willkürlich, sondern eine Gemeinschaftssache. Also von daher ist das für mich also ein Widerspruch zu dem Gemeinwohlansatz, die Kinderbeispiele, die du aufführst, Dylan. Und deswegen weiß ich nicht genau, was du jetzt damit so ausdrücken wolltest. Und gebe weiter. Bin fertig und gebe weiter. Ich glaube, Heidi war dann die Nächste. Bin ich verstanden gewesen? Ja, also Heidi ist noch da. Ich sehe Heidi nicht mehr, dann macht Walter wohl weiter, so. Oder? Wer ist der Nächste dann? Ja. Okay, ich mach mal weiter. Ja, nach meinen beiden Punkten. Wahrheitswelt mit Wahrheitstest und Verbesserung der Demokratie durch Quereinsteigung und direktere Verantwortung von Politikern bei Entscheidungen, habe ich mir dann Gedanken gemacht über unsere Kirchen, die ja auch eine hohe Autorität eigentlich im Staate haben,
zwar nicht heutzutage, aber letztlich hat ja doch jedes Individuum einen Standpunkt, natürlich zu seinen Mitmenschen sowieso, zum Leben, das heißt seine Ideologie zum Leben, seine Gedanken zum Thema Leben und auch seine Moralvorstellungen. Dafür braucht man letztlich noch nicht mal Religion, aber oft ist es natürlich dann gekoppelt an Religionszugehörigkeit und insomit ein bisschen zur Kirche. Also da wir ja großteils nach wie vor Christen sind und nicht Buddhisten oder Moslems oder sonstige Zugehörigkeiten haben. Also sage ich ein paar Takte zum Thema Christentum, was für mich sehr stark grenzt an, also einstehen für seinen Grundsatz, der ja bei mir lautet Pazifismus, also Friedfertigkeit und Nächstenliebe, wie eigentlich ja theoretisch bei allen Christen. Und insofern, wenn die Kirchen etwas zeitgemäßer die Liebe, die wir ja durch die Bibel auch gesagt bekommen, predigen würde, denke ich, wäre das Volk auch besser aufgeklärt und besser aufgestellt in Sachen Zivilcourage, wo man dann nicht schweigt zu strittigen Themen, sondern klar und deutlich seine Meinung kundtut. Und zwar auch etwas fundiert durch Fakten, weil wir ja die Wahrheitswelt haben, haben wir natürlich auch erheblich bessere Fakten im Rückgrat und können wirklich auch historisch beurteilen, was Fakt ist. Und wenn wir dann für die Friedenswelt, für die Liebeswelt und die Freundschaftswelt besser mit Zivilcourage einstehen, dann ist die Welt eigentlich schon mal in Ordnung. Dann gibt es auch keine Streitigkeiten zwischen Religionsgemeinschaften, zwischen Religionsgruppen, was ja sowieso schon ein Widerspruch ist, denn eigentlich sind alle Religionen in sich erstmal friedvoll, auch wenn im Islam manchmal nachgesagt wird, es gibt da den Heiligen Krieg, aber das ist, naja, meiner Ansicht nach erstmal unfundiert, also beim Großteil der Moslems auch nicht der Fall, sondern die wollen auch Frieden. In allen Religionsgemeinschaften gibt es natürlich eventuell auch Kämpfer, ich will jetzt nicht sagen Fanatiker, weil ich gestehe auch jedem das Recht auf Selbstverteidigung zu, nicht so wie Jesus, nicht ganz so konsequent wie Jesus, der seinem Feind ja alles schenkt, um komplett Gewalt zu vermeiden, also beide Backen hinhält, okay, wie man es verstehen will. So tief will ich jetzt hier nicht gehen, sondern nur erstmal den grundsätzlichen Gedanken der Friedfertigkeit und der Liebe kundtun. Und dann wäre die Welt an sich schon in Ordnung, wenn wir da etwas besser Jesus in der Liebe nachfolgen könnten als Menschen, als Naturwesen, die ja doch ein erheblich komplexeres Geistesleben haben als die Tierwelt, die ja instinktiv seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen ihr Wesen ausgebildet haben und davon dann auch nicht so sehr abweichen können, während wir ja umschwenken können, im Grunde genommen sogar von heute auf morgen. Es bräuchte nur ein staatlicher Beschluss zum Beispiel stattfinden, Esperanto zu unterrichten, die Friedenssprache,
Und in 2 bis 3 Jahren könnte jeder Bundesbürger und sogar jeder Europäer Esperanto sprechen. Und wir hätten dann eine neue Verständigungsbasis neben dem Englischen. Dankeschön. Dann darf ich wieder reden. Ich würde ganz gern eine Präsentation zeigen, beziehungsweise ein Bild besprechen und teile meinen Bildschirm. Nee, macht er nicht. Wieso macht er das jetzt nicht? Oh, da habe ich jetzt ein Problem. Nochmal probieren. Ich habe jetzt meine Präsentation gestoppt. Dann müsste Platz für deine sein. Ach so. Moment. So, nochmal aufmachen. Ja, habe ich das? So, Kompatier-Button. Ah ja, jetzt funktioniert's. Da habe ich's. Kompatier. So. Jetzt dürfte, müsste, könnte es zu sehen sein. Ja, alles gut zu sehen, nur relativ klein im Bild. Ne? Aber auf dem anderen Bildschirm ist es sehr schön groß, ja? Vielleicht kannst du es groß stellen. Ich sehe es auch sehr groß hier bei mir. Ja, ich versuche gerade, ob ich es noch irgendwie größer kriege. Ansonsten versuche ich es einfach zu erklären. Ich kann es nur klein, kannst du also nicht lesen. Also ihr könnt es nicht lesen. Also ihr könnt es nicht lesen, nur die Überschriften an Wirklichkeit und... Ja, in der Aufnahme, in der Aufzeichnung ist es sehr groß. Moment, ich kann es mal ein bisschen größer machen. Also wenn man das Handy, wenn ich kurz sagen darf, wenn ihr mit dem Handy da seid, wenn man es so in das Breitformat umlegen kann, dann kann man es lesen. Also ich sogar auf Handy. Jetzt hat es größer gemacht, jetzt kann ich es auch lesen. Ja, jetzt geht's. Gut, ja. Okay. Fangen wir an. Also 3D-Wirklichkeit ist immer der Moment des Jetzt, wo wir leben und dem wir erleben. Rein aus energetischen Wandlungsprozessen, die also stattfinden, was ich über meine 12 Sinnesorgane wahrnehme. Dieses 3D-Wirklichkeit findet aber immer nur im Jetzt, 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 Jetzt statt. Alles andere ist außerhalb dieser Grenze zwischen Rot und Blau, überhalb dem, was einmal in die Wahrheit geht, weil jeder Moment, den ich energetisch abspeichere als ein Bild, ist eine Wahrheit, die ich erlebt habe. Und diese Wahrheit entfernt sich aber von dem Jetzt mit der Zeit immer zu einer größeren Unwahrheit, weil der Moment des Jetzt ist das, was wirklich ist. Aber die Wahrheit bleibt immer nur das Bild, was in dem Moment, der passiert ist, geschehen ist. Das heißt also, die Wahrheit wird letztendlich zu einer Illusion. Genauso wie das Denken aller Denkenden in dem Jetzt zu einer Realität wird, im Außen. Ja? Und das Denken in der Dimension wird dann zur Illusion. Und die 2D-Bilder, die wir dann haben, die wir eigentlich durch unser Denken oder auch durch unsere Sprache, weil unsere Sprache ist eigentlich die Matrix, die wir haben. Die Wirklichkeit im Jetzt ist ja das Fühlen, das Wahrnehmen mit allen Sinnesorganen, was eigentlich wirklich im Jetzt passiert. Und da findet ja auch das Leben statt. Alles andere ist außerhalb des Lebens, ist eigentlich nur ein 2D-Denken, ein Gedankenkonstrukt von mir selber und von allen, die dieser Realität beitragen. Sowohl in der Wahrheit, sowohl in der Realität, sowohl auch in der Illusion, was also Zukunftsgedanken sind. Oder in der Religion, wo alles aus dem Nichts in Theorie gestaltet worden ist. Und das widerspricht sich aber dem wirklichen Leben im Jetzt, in den 3 Leben. Und dieses 3D-Wirklichkeit oder das Leben selber bedingt letztendlich einer Ordnung. Und die höchste Ordnung, die wir haben, ist die kosmische Ordnung, wo alle Kräfte wirken. Und diese Ordnung,
die ist immer in Harmonie, in Achtsamkeit, in Bedingungslosigkeit, in Liebe, einzig durch Schenken und Helfen aufrecht zu erhalten. Alles andere, alle anderen Ordnungen, die aus der Realität, aus der Wahrheit oder aus der Illusion in nur 2D-Konstrukten geschaffen worden sind, wie Rechte, die der Mensch eigentlich gar nicht hat, weil der Mensch selber nur eine Kraft am Leben ist. Die Rechte, das ist eigentlich nur eine andere Definition, das ist wieder die Sprachmatrix. Recht ist nicht die Kraft am Leben, sondern Recht ist etwas, was man in der Sprache benutzt, um das Leben zu dominieren oder um anderes Leben zu dominieren. Und das ist das, was ich meine, wo die Menschen sich bewusst werden dürfen, wo sie ihren eigenen Status erst einmal erkennen dürfen, wo sie selber strukturelle Gewalt produzieren durch ihr Denken, durch ihr Handeln, durch ihr Tun oder auch durch ihr Sprechen. Und wenn dieses Sprechen in eine Wandlung gerät, dass man miteinander eben in dieser kosmischen Ordnung der Harmonie, der Achtsamkeit, der Bedingungslosigkeit in Liebe, einzig durch Schenken und Helfen, in seinem Wirkungskreis, jeder für sich in seinem Status, als erster Diener des Staates oder seinem Staat, dieses umsetzt, dann können wir auch organisch eine Wirklichkeit erschaffen. Die Welt wird immer kleiner werden. Wir dürfen in einem anderen Denken die Wirklichkeit, das jetzt erleben und sehen, denken. Dann kommen wir auch in die Wirklichkeit und dann kommen wir auch in die Möglichkeit, friedvoller miteinander umzugehen. Ja, das darf dann jeder mal so mitnehmen und ich gebe dann auch weiter. Ja, denk an dein Mikro. Ja, genau. Moment, ich muss hier erstmal. Ja, das Mikro ist aus. Dann müsste ich wieder dran sein, oder? Ich glaube, ich bin dran, oder? Ja. Also gut, dann lege ich mal los. Ne? Mann. So, also. Die Ruppigkeit der Natur habe ich nur geschildert als Beispiel dafür, dass Säugetiere, jedenfalls aus naturwissenschaftlicher Sicht, ziemlich knallharte, egoistische, wettbewerbsorientierte Tiere sind und dass man sich dessen klar sein muss, dass man halt überlegen muss, was man da letztendlich macht. Ne? Ja, und von daher. Das zweite ist, die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie, unterscheidet sich ja gerade an dem Punkt, dass sie Eigentum nicht angreift und den Wettbewerb nicht angreift, obwohl Felber manchmal Sachen sagt, wie größere Unternehmen ab einer bestimmten Größe zu zerschlagen oder zu zertrennen. Aber das ist seine Privatmeinung. In der Gemeinwohlökonomie selbst bleibt das Eigentum erhalten und der Wettbewerb bleibt. Nur, dass eben das gute Tun sozusagen durch Steuervorteile und andere letztendlich finanzielle staatliche Bevorzugungen einen Vorsprung gegenüber den Firmen bekommt, die im Kapitalismus eher uns schaden und unsere Gesundheit beschädigen. Also ich mache das Beispiel. Ein Unternehmen, das menschenfreundlich und nicht naturvergiftend und damit menschenvergiftend arbeitet, das wird durch die Gemeinwohlbilanz steuerlich so bevorteilt, dass es mehr Geld verdient als sozusagen das Unternehmen, das gnadenlos Gifte in die Welt rausbläst und somit seinen Profit bisher vergrößert hat. Aber das heißt also, dass quasi im Wettbewerb einfach nur im Wettbewerb oder in der Konkurrenz die Firmen, die uns Menschen Gutes tun, am stärksten belohnt werden. Und das ist eben ganz bei der GWO, bei uns, bei der Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO noch viel krasser. Also wir sagen ganz klar, wir belohnen
die, die uns Gutes tun. Wir messen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und nur noch die, die in dem Sinne Gutes tun, können überleben und die anderen gehen pleite. Und die können überleben, weil sie staatliche Verdienstzuschüsse bekommen. Ja, und jetzt der dritte Punkt, auf den ich eingehen muss, ist, dass die Geldabschaffung, wenn ich jetzt also Geldabschaffung mache, dann hat das bestimmte Folgen. Zum Beispiel wandern vor der Geldabschaffung alle fähigeren und reicheren Leute, die viel Geld haben, ab, weil sie sagen, na okay, manche Leute haben nur 300 Euro, für die ist Geldabschaffung kein Problem, aber ich habe 300 Milliarden und ich oder 200 oder 300 Millionen und ich wandere aus und verlasse Deutschland und auch jede Gemeinschaft, die sich bildet, verlasse ich, weil ich nicht so sicher bin, ob ich wirklich ein tolles paradiesisches Leben bekomme, wenn ich mich dann dieser 300 Millionen Euro entledige. Ne? Und der vierte Punkt ist, glaube ich, der Henning hat das gesagt oder so, ja, das Schenken, ja, auch das bei den Bonobos finden wir Naturwissenschaftler, die schenken alles den Frauen und Kindern, aber leider nur so lange, wie die Frauen auch liebevoll auf diese Schenkerei reagieren. Wenn sie jetzt also in der Gemeinschaft zum Beispiel ohne die Liebe, also ohne die Sexualität, eine normale Gemeinschaft haben, also eine Gemeinschaft der Monogamien zum Beispiel, dann werden sich alle Topverdiener verabschieden aus dieser Gemeinschaft, weil sie sagen, ich schenke hier riesige Leistungsfähigkeit und es hat gepiepst, ich mache nur noch den Gedanken zu Ende. Ich als fähiger, top-leistungsfähiger Mensch bringe in die Gemeinschaft ja viel mehr Effizienz rein als andere, kriege aber eigentlich für meine Effizienz gar nichts zurück. Und da fürchte ich halt, dass die meisten fähigen, kompetenten Leute einfach abwandern aus der Gemeinschaft und nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie eben diesen leider diesen genetischen Egoismus haben. Ich gebe weiter. Ja, danke den Vorrednern. Ich greife das mal auf. Also ich sitze im Auto. Erstmal kurzer Stand wieder der aktuellen News. Sitze im Auto. Wir haben ein schönes Möbelstück gerettet. Einen guten Arbeitsstand. Ja, ich lebe ja insgesamt so. Also ich mache mich zum Versuch, den er beschrieben hat und vorher gesagt hat, das ist zweifelhaft, wie gut wir das erreichen können. Mir reicht es aus, an Sinn und Wohl des Ganzen zu denken, auch gerne gemeinsam mit anderen Menschen, die da mitdenken wollen, und zu gucken, was ist dann mein Platz? Also was steht mir zu? Einerseits, weil ich die Fähigkeiten habe, also jetzt irgendwelche Werkzeuge oder Dinge, weil ich die Fähigkeiten habe, damit eben gut umzugehen, da was Nützliches mitzumachen. Nicht, weil ich mir es irgendwie anders verdienen müsste, sondern weil es zu meinen Fähigkeiten passt. Oder das, was ich brauche jetzt für meinen Lebensverbrauch, für meinen in Anführungszeichen Konsum, da möchte ich, dass einfach geschaut wird, was habe ich denn für Bedürfnisse in angemessener Ausgewogenheit mit den Bedürfnissen der anderen Menschen oder Lebewesen. Und das steht mir zu, das will ich haben. Das muss ich mir auch nicht anders verdienen, als allein dadurch, dass es bei diesem gemeinsamen Schauen und Nachdenken, diesem Analysieren, wo passt es mit den Fähigkeiten, mit den Bedürfnissen, was dabei rauskommt. Also Planung statt Splitterrechnung. Gesamtplanung oder Planung für die Gesamtrechnung statt Splitterrechnung. Ich stimme Dylan zu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt viele Menschen diese Gesinnung aufbringen werden, die ist nicht groß. Und da läuft man immer wieder vor die Wand mit oft. Aber, und das ist das Schöne jetzt an unserem Kreis hier oder an den Kommuneversuchen oder überhaupt Reformversuchen der freien Argumentekultur, ihr könnt es euch alle aussuchen. Also wenn jetzt jemand sagt, er hält sich für einen Menschen, der gar keine Konkurrenz, gar keine egoistischen Anreize auch braucht, sondern es reicht ihm nur die einfache, vernünftige Gemeinwohlplanung, die Abwägung von Fähigkeiten und Bedürfnissen. Ja, der kann doch kommen. Also bei uns ist das möglich. Bei uns kann man zu so einem totalen Radikaloschenker auch werden, der wirklich gar nicht mehr abrechnet. Nicht mit Geld und nicht ohne Geld.
sondern der nur noch gemeinsam planen will mit Blick aufs Ganze. Und so sich selber verhält, auch wenn keiner mitmachen würde, aber so auch den Wunsch hat, mit anderen gemeinsam Plankommune, Planungskommune zu bilden. Also, liebe Leute, sucht es euch aus. Und ich bin der Ansicht, das sollte alles wissenschaftlich geprüft werden. Es sollte also gecheckt werden, wie gut funktioniert jetzt das eine oder andere. Also wenn ein Mensch von sich behauptet, er hat diese Gesinnung, er hat diese Einstellung, das kann für ihn klappen, dann soll die Praxis auch zeigen, dass das funktioniert. Oder entlarven, dass das eine Seifenblase ist. Und genauso auch Gemeinschaftsleben. Das sollte alles streng, vernünftig, wissenschaftlich beobachtet und geprüft werden, weil wir es uns auch nicht leisten können, für Seifenblasen hier die Möglichkeiten der Menschheit oder ihr Schicksal zu verheizen. Ja, also insofern, ich sehe es als wertvoll an, wenn Dylan und andere Wissenschaftler dahin gehen und sagen, sie haben so nüchterne Zweifel und sie wollen auch Formen schaffen, die auch da, wo diese Zweifel zutreffen, also wo diese Gesamtwohl-Gemeinwohl-Gesinnung nicht so lupenrein gegeben ist, dass man da mit gekonnten Belohnungssystem das aber schon in eine gute Richtung lenkt, jedenfalls so, wie es dann den Realitäten und Möglichkeiten der Realitäten einfach entsprechen kann, finde ich wertvoll. Und toll ist die Mehrschienigkeit dann, dass derjenige, der denkt, er kann da auf eine ganz andere Stufe springen, soll er es tun, soll er kommen und sich mit engagieren. Ich freue mich, dass ich gerade erst in den letzten Tagen, oder ich habe jetzt, war was gestern Abend, für 2-3 Menschen, mit denen ich Kontakt habe und die sich zum Teil schon mit engagieren, zum Teil neu dazukommen, habe ich die Begeisterung gespürt, dass sie zumindest mal überlegen wollen, wie würde denn diese letzte Stufe aussehen? Also aus geistiger Reife heraus einfach Fähigkeit und Bedürfnisplanung fürs Ganze zu machen und keine zusätzlichen oder andersartigen Belohnungen mehr zu brauchen. Ich habe gestern da noch ein Musterformular mal wieder geschrieben für Austritt aus dem Staat, was die drei ziemlich interessiert. Wer will, findet auch das im Forum, also freie-argumente-kultur.de. Also solche Themen bündeln sich im Moment gerade im Bereich der, also bei Projekten ganzheitlichen Bildungswerkstatt lilitopia.de. Ja, also sucht es euch aus, wählt, wenn ihr wollt, wählt das Höhere. Ne? Also ich persönlich habe mich entschieden, Versuchskaninchen für diese Schenkerkultur zu sein, für diese Kultur ganzheitlicher Nachhaltigkeit, weil ich mir denke, warum soll ich aus meinem Leben weniger machen, als ich machen kann? Sehe ich gar nicht ein. Also versuche ich, das Höchste rauszuschlagen oder rauszuentwickeln, was ich da hinbekommen kann. Ja, in dem Sinne, wir sind hier angekommen. Vielleicht machen wir gleich noch Ausladen oder werden wir hier drinstehen und piepen tut's auch. Also, alles super. Ich gebe weiter an den Nächsten. Der Nächste bin ich wieder. Ja, ich habe erstmal zwei Fragen. Also einmal mit dem genetischen Egoismus kann ich irgendwie nicht anfangen. Also kommt man wieder sehr aus dieser Tierwelt raus. Und ich dachte, wir unterscheiden uns von den Tieren eben, dass die von Instinkte gesteuert werden und wir ein Stück weit von Verstand und Gefühle, dachte ich. Das ist das eine. Der zweite ist noch eine Frage an Henning. Du hast schon mehrmals von 12 Sinneswahrnehmungen gesprochen. Vielleicht könntest du mir für mich mal aufzählen. Ich krieg nur 5 oder 4 zusammen. Das wäre ganz nett. Und ansonsten, ja, habe ich eben Öffis Beitrag zugehört, aufmerksam. Und da waren viele Sachen dran, die mich natürlich angepiekt haben. Also mit diesen Absoluten auch. Und dass wir das eben ausprobieren müssen und dann feststellen, was dann richtig ist. Und bei Dylan ist mir noch aufgefallen, ich habe nichts dagegen, wenn die mit ihren 300 Milliarden oder Millionen oder was zu haben, alle gehen und woanders hingehen. Ich nenne es ja nach Notopia, sollen sie nach Notopia gehen und da machen, was sie wollen. Und du hast ein Stück weit gleichgesetzt mit Leistungsträger, die Leistungsträger alle weg. Und ich habe neulich mal Plan B von der Wissensmanufaktur mal ein bisschen drin gehört, bei dem Nico Albrecht und wie heißt der andere? Na, ist egal.
Und dafür die Bezeichnung, was wir so normalerweise mal sagen, die Schere zwischen Arm und Reich, die haben das immer genannt, finde ich sehr toll, den Begriff, werde ich mir merken, fleißig zu reich. Von fleißig zu reich, die Verteilung von fleißig zu reich. Also, dass die 300, du sagst, die sogenannten Leistungsträger, nur weil sie 300 Millionen haben, leisten ja nicht mehr oder machen mehr für die Allgemeinheit. Sondern das sind die, ich weiß nicht, Putzfrauen, Handwerker, Tankwärter und sonst was, Erzieher, Erzieherinnen, Pfleger, Pflegerinnen, die eigentlich fleißig sind, ja, die 10, 12, 15 Stunden am Tag arbeiten und wirklich fleißig sind, und aber der Reichtum ist bei den anderen, die vielleicht nur 2 oder 3 Stunden oder überhaupt nicht oder nur auf der Yacht da rumschippern und im Swimmingpool sitzen und ab und an mal Unterschrift machen und vielleicht sich ja nicht mehr machen, weil ihr Vermögen sich finanziell alleine vermehrt. Und deswegen finde ich diese Bezeichnung von fleißig zu reich, aber die Unterscheidung, dass sich sozusagen alles von fleißig zu reich verschiebt. Und deswegen halt die Leistungsträger, von denen du sprichst, willen die dann abwandern von zu machen, umso besser. So, ja, ich gehe jetzt ein bisschen durcheinander, aber das war es erstmal, was ich auf der Zunge hatte, und geht weiter. Dann wieder an Walter. Ja, danke. Dann mache ich mal meinen letzten Beitrag, weil ich gleich noch mal eine Station weitergehe. Ja, ich möchte auf unseren Experimentierraum hinweisen, genau wie der Öffi, der ja seine Schenker-Inseln hat. Wollen wir versuchen, Kunsthöfe zu bauen, in dem immer 1.000 Menschen 1.000 Euro geben und so ein neuer Hof entsteht, irgendwo im Raume einer Großstadt, also nicht im Stadtgebiet, sondern vor einer Großstadt. Aus dem Gedanken heraus, dass gerade Städte ja Räume brauchen. Früher hatte man Schrebergärten, man hatte Volkshochschulen, man hatte Parks natürlich. Und so denken wir, dass wir dieses Bedürfnis irgendwo erfüllen können, wenn wir Kunsthöfe schaffen, etwas außerhalb des eigentlichen Stadtgebietes, wo diese 1.000 Anteilsnehmer am Hof plus Freunde natürlich und Bekannte und solidarische Menschen hinkommen können, um sich miteinander zu bilden, um Gemeinschaftsgruppen zu besuchen, auch um einen Garten zu machen, um die Kinder mal in der freien Natur auf Wildspielplätzen spielen zu lassen, um Wald zu erleben, um vielleicht Tiere zu erleben, um Kreativität auszuleben und miteinander Kreativität auch zu entwickeln, wie Handwerke, Reparaturen, wo Seminare besucht werden können, wo auch Jahresfeste gefeiert werden. Also da, das ist der Ort, der Kunsthof, in dem eben auch viel Kunst zu sehen sein soll, wie Skulpturen, wo Landschaftskunst auch gezeigt wird, wo die Gebäude kunstvoll hergerichtet sind, wo der Mensch eben in seine Kreativität kommt, wo wir als Gruppe uns gegenseitig in unsere Kreativität heben. Da wir das nicht gewohnt sind, lernen wir es dort auch miteinander. Und der Hof ist insofern, jedenfalls in unseren Gedanken, stark und reich genug, also keine Kasse aufstellen zu müssen, sondern alles funktioniert auf Spendenbasis und Selbstkostenbasis. Das halten wir durchaus für möglich. Wenn die Kreativität der Teilnehmer geweckt ist, dann lässt sich alles regeln. Reparaturen an den Gebäuden, Bearbeitung der Ackerflächen, Gärten, Spielgeräte, Bildungsmaterial, alles andere
zeigen wir eben durch unsere eigene Präsenz und durch unseren Einsatz über Tag. Ja, und dafür betreiben wir nach wie vor Netzwerkarbeit, also informieren Menschen, immer wenn wir einen neuen Kanal gefunden haben, den wir noch nicht bedient haben mit Informationen, dann kommen ein paar Menschen hinzu. Jetzt sind wir von den ersten 1000 so ungefähr 175. Danke für das Zeichen. Ich komme zum Ende und klinke mich dann auch aus. Also die Kunst des Netzwerkens besteht ja darin, gefunden zu werden von den Menschen, die gerne das Spezielle finden würden. Also wir wollen nicht unbedingt motivieren, so wie in der Werbung, anregen, ein Bedürfnis zu schaffen, sondern wir möchten die Menschen finden, die aus sich, aus eigener seelischer Tiefe dieses Bedürfnis haben, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten und dort für Kunst, Bildung und Humanität in Verbindung zu kommen. Dankeschön und guten Abend noch. Ja, guten Abend. Ich übernehme dann mal. Ich mache noch mal eine Bildschirmpräsentation. Ich teile meinen Bildschirm. Moment, wo ist es hin? Ist weg. Moment, nochmal. Da ist es. Technik, komm hier. Da ist es. So, ich teile. Kann man es sehen? Hallo? Ja, ist gut zu sehen, auch zu lesen. Ja. Nuki, gut, dass du antwortest. Ich komme auf deine Frage zurück. 12 Sinnesorgane. Die Wahrnehmung über unsere 12 Sinnesorgane machen die Wahrheitsbildung. Das ist einmal das Auge oder die Augen, Sehen und Kommunikation. Die Ohren, Gleichgewicht und Hören. Die Nase, Filter und Riechen. Zunge, Schmecken und Sprechen. Stimmbänder, Kommunikation. Haut, Fühlen und Kommunikation, Haare, Fühlen und Empfangen, Darm, Bauchgefühl und Fremdsubstanz, Zellwasser, Speichermedium, Herz, elektromagnetisches Kraftfeld, Senden und Empfangen. Moment, ich gehe mal ein bisschen höher. Dann Zirbeldrüse, Senden und Empfangen, Nervengeflecht, Kommunikation. Rechte Gehirnhälfte, Reihenprozessor, linke Gehirnhälfte, Parallelprozessor. Und danke. Hier habe ich die 12 Sinnesorgane als Flaschen nochmal hingestellt, die letztendlich unser Bewusstsein bilden. Das Bewusstsein in Bezug auf Wahrheit ist immer die Wahrheit, die wiederzunehmende, mit allen Sinnen zu einer wahrhaftigen 3D-Wirklichkeit in Resonanz wird Wahrheit. Ohne Bedingung, in Harmonie, natürlich lernen, erfahren sammeln, Erfahrungen sammeln, freiwillig, gewaltfrei, autark. Das ist die eine Sache. Die andere, oder beziehungsweise was auf unsere 12 Sinnesorgane wirkt, sind immer Lichtimpulse. Und die Intensität der Lichtimpulse sind unterschiedlich. Einmal zu unserer Sonne, die direkt uns bestrahlt, jeden Tag im 24-Stunden-Rhythmus. Oder auch die Urquelle oder andere Lichtquellen, die noch zusätzlich da sind, deren wir einem Rhythmus von 25.920 Jahre unterliegen, wo die Erde mit der Sonne durch die 12 Sternkreiszeichen wandert. Und diese 25.920 Jahre sind unterteilt in 4 Zyklen, dem Kali-Yuga, dem Dwapara-Yuga und den Satya-Yuga und noch ein Yuga. Und das Satya-Yuga ist das, wo der Mensch die höchste Bewusstseinsstufe hat, wo er also telepathisch reagieren kann, weil die Lichtimpulse aus der Urquelle
wieder am stärksten sind und auch wieder wahrgenommen werden über alle 12 Sinnesorgane. Das passiert oder hat lange Zeit, die letzten 6000 Jahre, nicht mehr funktioniert. Da waren wir quasi in einem Schatten von der Urquelle entfernt. Einfach nur durch die Intensität der Quelle. Und die hat also bewirkt, dass wir eben Sprache, Schrift entwickelt haben, weil wir über die natürliche Kommunikation der Lichtfrequenzen verloren oder über unser Bewusstsein es verloren gegangen ist, über die natürlichen Lichtfrequenzen zu kommunizieren. Das ist uns verloren gegangen. Deswegen haben wir über unser über die Matrix der Schrift und Sprache unsere Gedanken eben in die Sprache der Matrix und in die Schrift der Matrix und auch die Zahlen sind eine Matrix, die das natürliche Leben im Jetzt überlagern. Und Dylan sagt ja auch, die Naturgesetze sind maßgeblich. Maßgeblich sind aber auch die Naturgesetze, die auf uns wirken. Und das sind Lichtkräfte, die also auch Impulse und Energien sind, die auf uns wirken. Und das Kali-Yuga ist in der Übersetzung oder bedeutet in der Übersetzung Spaltung und Trennung. Das heißt, wenn wir vom Licht von der so weit getrennt sind, dass die Intensität, danke, ich habe es gehört, dass die Intensität nachlässt, dann sind wir in diesem Dunkeln, also in der Spaltung vom Licht, in der Spaltung von dem hohen Bewusstsein. Aber dem kommen wir wieder näher und dem dürfen wir auch getrost wieder hingehen. Und wir werden uns auch dieser Bewusstheit, dass wir auch diese 12 Sinnesorgane haben und nutzen können, mit Freude dem entgegengehen, was da auf uns zukommt. Ich gebe weiter. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass ich dran bin. Ja, vielleicht stelle ich mich mal an. Hallo, ich winke, winke, winke. ja, dann lege ich mal los. Also, interessante Diskussion heute insgesamt. Ja, ich lege mal los. Also, Arte hat gerade eine Sendung gemacht von Philosophen, die also dem Öffi ja sehr nahe stehen, mit dem Unterschied zu Tieren. Und die haben dann auch lauter Affen und Bonobos gezeigt und so weiter und haben deutlich gemacht, ja hoppla, da gibt's eigentlich gar keine Unterschiede zu uns. Das sind ja total menschliche Verhaltensweisen. Sie hat natürlich im Sinne der kapitalistischen Verklemmtheit natürlich ein bisschen gestört, dass da die Mutter, also Männer und Frauen miteinander Sex machten, während das Baby gerade mal 10 Zentimeter entfernt war oder das Kind, weil die ja eben, die kennen ja keine kapitalistische Sexualitätsunterdrückung und Verklemmtheit und die kennen das nicht und deswegen ist das für die auch kein Problem. Ja, und dann, was der Unterschied zwischen Menschen und Bonobos ist, ist, dass wir die Technik haben, Leiden zu verhindern. Ja? Dass wir Schmerzen verhindern können, aber wir sollten diese Technik, Leiden zu verhindern, nicht benutzen, um dann Fehler gegen unser Überleben zu tun. Ich mache mal nur ein Beispiel der sozusagen, jetzt erstmal als Beispiel zum fleißig zu reich. Ja? Also ich möchte ganz klar sagen, diejenigen, die 300 Millionen haben, zum Beispiel der Entwickler des iPhones und dann der Vermarkter, dieser Steve Jobs, der war in erster Linie nur der Vermarkter, aber allein schon die Fähigkeit, solch ein Produkt überhaupt vermarkten zu können, dass es hunderte von Millionen Ertrag bringt und auch die Top-Entwickler, die da bei Apple gearbeitet haben, das kann nicht jeder. Das kann nur ganz wenige Top-Leute. Also gibt es nämlich doch eine Korrelation zwischen dem vielen Geld und der Leistungsfähigkeit, während die Idee natürlich von der Dings, ich kenne die ja auch, der Pop und all diese Leute, ja, Wissensmanufaktur, mit dem fleißig zu reich, das stimmt eben leider nicht. Leider ist es so, dass eben normalerweise die extrem fleißigen und fähigen dann auch die extrem reichen sind. Und zu sagen, dass eine Tätigkeit, die eine Krankenschwester tut, die jede,
ja, sagen wir mal so, jede Hauptschulabsolventin tatsächlich erlernen kann. Aber diese Frau kann eben nicht das iPhone entwickeln und die kann es vor allem auch nicht vermarkten. Und damit hat sie nicht die Fähigkeiten, die eben dazu nötig sind. Und alle Welt hat Smartphones heute. Ne? Also insofern, auch wenn ich das kapitalistisch problematisch finde, da gibt es eine Leistung. Und dann spielt das nämlich eine Rolle, wenn wir jetzt uns mal klar machen, jetzt haben wir gerade den militärischen Angriff einer stärkeren Militärmacht auf eine schwächere, die Ukraine. Und genauso ist es eben so, wenn unsere Gemeinschaften geschwächt sind, weil die fähigsten Leute weg sind, dann haben wir, und wenn ein geldfreies Deutschland geschwächt ist, weil alle Fähigen weg sind, dann geht es uns wie den Indianern und Indios, das ist jedenfalls die Sorge der Naturwissenschaftler, weil eben einfach dann am Ende nur entscheidet, dass ein geldfreies Deutschland einfach keine Defensiv-Abwehrraketen entwickeln kann, die so hochqualitativ sind, dass sie die Hyperschallraketen der Russen zum Beispiel abfangen könnten, ja, die mit 6000 Kilometer pro Stunde fliegen, ja, und dafür braucht es Hightech in Deutschland, um das abwehren zu können, sonst sind wir nämlich nach der Ukraine die Nächsten. Ja, ich habe das Piepen gehört. Letzter Gedanke ist nur noch, ja, die Kinder, die Naturvölker setzen Kinder aus. Das ist brutal. Das wollen wir nicht kopieren. Aber wir müssen uns immer klar sein, wir sind die kapitalistisch Manipulierten, zum Beispiel durch die Weltsozialsparten, und haben ein unnatürliches Verhältnis zur Welt, und nachher werde ich noch was über die Überbevölkerung sagen, wenn wir da noch hinkommen. Ja, ich gebe weiter. Ja, danke den Vorrednern. Ich bin wieder angekommen, der Schreibtisch ist ausgeladen. Es geht voran. Und damit bin ich bei dem Punkt, wir könnten ganz viel machen, wir können es auch besser machen als die Bonobos, wir können es humaner machen als alle anderen Lebewesen um uns herum. Wir können das Auge oder das Hirn Gottes in der Welt werden. Wir müssen es nur tun. Also, und da finde ich wichtig allerdings, dass wir wirklich überlegen auch, was müsste die Verantwortungssteuerung sein, die wir brauchen. Also wir können ganz viele schöne Theorien haben, aber die Frage ist, was machen wir an praktischem, auch gemeinschaftlichem Leben daraus, dass es das Alternativsystem sein kann. Und das bezieht sich dann nicht nur auf irgendwelche Einzelaspekte, welche Spiritualität wir haben, welche ökonomischen Konzepte, welche Formen von freier Liebe, sondern da müssten wir uns fragen, wann könnten die Kinder der Zukunft, wenn sie auf uns jetzt heute schauen, sagen, ja, die haben ein ganzheitliches, rundes Bild draus gemacht. Und ich glaube, so wertvoll all die anderen Aspekte auch sind, wir kommen nicht dran vorbei zu sehen, wir müssten als Menschen die Verantwortung übernehmen. Wir müssten sagen, okay, ich will jetzt so denken, eben auch an die Kinder der Zukunft, wann sind die Folgen in Ordnung, wann sind sie nicht in Ordnung. Und das will ich für mich echt zum Maßstab machen. Und ich möchte mit anderen Menschen zusammenleben, wo die Entscheidungen aus dieser Haltung heraus getroffen werden. Deshalb denke ich, dass es eigentlich wie 2 und 2 ist 4, dass keine verantwortliche Entwicklung in der Welt entstehen wird, wenn der Einzelne nicht verantwortlich sein will und wenn er sich auch in Gemeinschaft nicht danach richtet, also auch Entscheidungen trifft, die sich nach dieser Verantwortlichkeit richten. Und deshalb meine herzliche Einladung, weil es immer gut, den Blick dann auf die nüchternen Realitäten zu richten. Viele, die jetzt hier sprechen, sitzen noch im bürgerlichen Boot. Viele beauftragen den Staat. Viele haben eine wirtschaftliche Lebensgrundlage, die ist noch nicht auf Kommune oder was weiß ich, irgendeiner kreativen oder schenkökonomischen oder was weiß ich, auch nicht Wohlfühlstimme und so, Basis, sondern beruht noch auf ganz anderen angepassten Mechanismen oder Systemstrukturen. Deshalb meine ganz herzliche Einladung an euch alle hier mit im Kreis und natürlich auch an die Zuschauer. Lasst uns ganz kreativ in alle Richtungen denken, aber lasst uns auch gucken, wo sind die roten Fäden der entscheidenden Wichtigkeit. Und das bedeutet mit Sicherheit, dass jeder seinen Hintern erheben sollte und in ein Gemeinschaftsexperiment gehen sollte, wo versucht wird, aus der Verantwortung fürs Ganze heraus sich zu orientieren und gemeinsam zu entscheiden. Und die Faktoren, die dagegen
knallen sozusagen wie anders ausgerichtete Herrschaftsansprüche, Manipulationsversuche, Rechnereien. Denen müssen wir zumindest ausreichend Paroli bieten oder einen Riegel vorschieben, sodass wir in diese Verantwortungsschiene kommen. Denn das große Problem ist, also ich meine, es gibt ja noch nicht mal die Orte, wo man so offen drüber reden kann wie hier. Also der Dylan sagt manchmal, wir sind ja ziemlich einzigartig. Ja, meist kreisen die Leute nur um ihre Lieblingsthemen und ihre Filterblasen-Weltsichten. Und irgendwelche einzelnen Aktionen oder Aktivitäten, die sie entfalten, die aber nie wirklich so eine andere systemische Einheit werden oder auch nicht die Absicht haben. Also insofern, es gibt ja noch nicht mal andere Gesprächskreise. Man kann schon dankbar sein, dass wir hier so sind und über sowas reden können. Aber auch sonst, also ich sage dann immer, Leute, hier, wenn ihr was Besseres habt, sagt mir mal, wo ihr was Besseres habt. Aber ich habe Orte zu bieten, wo ihr direkt hingehen könntet und wo ihr Kommune versuchen könnt. Und zwar in dem Sinne, dass da keine Ideologie euch verbietet, jetzt hier irgendeinen vernünftigen Gedanken zu treffen oder ein Guru kommt und springt dazwischen. Nein, der einzige Grundsatz ist, es soll nach vernünftiger Offenheit gehen und dem, was dann als Bestes erscheint. Aber da müssten jetzt wirklich auch, es kann nicht sein, dass dann viele Leute sagen, ja, ich denke über die Rettung der Welt nach oder ich vernetze oder ich mache was weiß ich. Und die Orte, an denen jetzt wirklich die Musik laufen könnte, stehen leer. Das kann so nicht sein. Also dann sind wir noch zu sehr auf dem falschen Karussell, während wir sagen, wir sind schon im richtigen Karussell. Also ich finde es ganz toll, als Beispiele auch. Höre ich das piepen? Genau. Ich finde es ganz toll als Beispiele auch. Ne? Also ich bin ja seit einigen, was sind das jetzt, Monaten da mit den Dillen im Kontakt. Und wir versuchen, die Aspekte zusammenzufügen. Ne? Und er hat seine Wohnung zum Kommuneversuch erklärt. Es muss wirklich aus dem Quark gekommen werden. Ne? Wir können da nicht irgendwie kleine Fitzelkram-Sachen machen und denken, das hält die große Dampfwalze auf. Also wir müssen richtig aus uns rausgehen. Und das möchte ich gerne mitgeben als Impuls. Bitte mal sich selbst prüfen, vor dem Einschlafen, Gewissensprüfung. Gehe ich aus mir raus richtig, um hier das Ruder rumzureißen? Oder sage ich so ein paar nette, prickelnde Gedanken oder rede mal ab und zu mit anderen, während ich angepasst auf der Titanic weiter in meiner Kabine sitze und vielleicht lustig Musik höre? Alles klar, ich gebe weiter. Gut, dann mache ich weiter. Kann ich mich auch gleich persönlich angesprochen fühlen, weil ich ja auch schon ein bisschen älter bin. Ich halte von diesen kleinen und Kleckersachen halte ich nicht mehr so viel, sondern ich denke, das muss der große Bruch kommen. Und deswegen habt ihr schon ein bisschen den Merkblick an so allgemeinen Sachen interessiert und bin von daher auch meine Energie setze ich jetzt oder hoffe ich halt eben sowohl auf den Utopie-Konferenz im Sommer als auch hier auf unserem runden Tisch, wo wir dann vielleicht über Multiplikatoren die Idee dann weiter verpflanzen können in mehreren Köpfen oder tausendfach oder millionenfach von Köpfen und sich dann eben so ein totaler Bruch ergibt, Bruch mit dem jetzigen System, der eben über die eine oder andere Landkommune oder Grüppchen hier oder Wohnung da hinausgeht. Und zu diesem Bruch gehört für mich, achso, erstmal noch, weil ich nehme an, dass ich nicht mehr nochmal rankomme, weil der schon dreiviertel ist, nur eine Viertelstunde. Könntet ihr vielleicht noch, ihr seid ja noch hinter mir dran, Dylan und Öffi, sagen, ob ihr schon mal bei der Einladung, ob ihr da schon einen konkreten Termin rumgeschickt habt an die Leute? Ich habe ja gehört, ihr irgendwie habt schon so Leute oder ein Einladungssystem gemacht, ob so ein konkreter Termin schon ist, dass ihr das vielleicht noch erwähnen könntet. Das wäre schön. Ich würde nämlich auch dann viele Leute mal Bescheid sagen und versuchen, die dann dahin auch einzuladen, die vielleicht noch nicht auf eurer Liste sind. So, dazu und dann würde ich dann noch sagen zu Moment, dann würde ich noch sagen zu mit den Steve Jobs, was du angeführt hast, Dylan. Ich frage mich immer, wenn ich Kinder beobachte, die sind neugierig, die haben Lust zu experimentieren. Und ich glaube, Jobs hätte auch die erste Zeit hätte Steve Jobs oder wer immer das auch war dann, hätte auch Lust gehabt, rauszuprobieren oder zu fummeln, einen Computer zu machen mit seinen Fähigkeiten und mit seiner, hat sich ja von Jugend auf da beschäftigt und in der Garage rumprimen und so weiter. Ich glaube, es gibt also auch einen Antrieb, der unabhängig ist von einem Anreiz, der monetär ist. Du kannst damit die Millionen machen, wenn du draus kriegst. Richtige Erfinder und Genies haben meistens auch Lust und Spaß. Gerade auch Künstler und so weiter. Ja, wenn dann Mozart oder sonst was oder Beethoven und alle denkst, die hat eine Lust, das rauszukriegen oder das und die zu entwickeln. Unabhängig eigentlich davon, ob sie dann vielleicht mal Millionen machen oder sonst was.
Und das wird in einem System, wo du, oder in einer Gruppe, wenn du in einer Gruppe dich wohlfühlst und geborgen bist und so weiter, dann hast du auch Lust, deine Fähigkeiten, deine weiterzuentwickeln. Und dann machst du sozusagen auch, hast du Lust, für die Gemeinschaft einen Computer zu entwickeln oder für die Gemeinschaft ein Wasserwerk oder irgendwas, auch eine Leistung, da hast du recht, eine Leistung, die nicht jeder kann. Ja, weil nicht jeder hat die mathematischen Fähigkeiten von einem Einstein als Beispiel. Ja. Aber hat dann aber Lust, auch in der Gemeinschaft reinzugehen. Und na klar, wenn es so ist, wie nur, dass nur Deutschland ohne Geld ist und alles andere drumherum ist Geld, dann ist es wie in der DDR, dann werden die Leute abgezogen. BRD und DDR, wo dann alle geflohen sind, weil sie einfach einen besseren Lebensstandard woanders haben. Aber wenn sozusagen, was wir denn in einer anderen Gruppe diesen Ansatz haben, wenn das globale monetäre System abgeschafft wird, weil monetäres Finanzsystem wird global abgeschafft, danke, kommen wir jetzt zum Ende. Und das wollen wir ja mit eben mit so einer weltweiten Referendum machen. Wenn das dann also sozusagen global am gleichen Strang gezogen wird, dann ist das der Bruch, von dem ich eigentlich spreche und der uns in eine neue, bessere Gesellschaft bringt. Bin fertig und danke fürs Zuhören. Ja, dann darf ich wieder übernehmen. Danke an meine Vorredner. Und ich möchte ganz gerne noch mal etwas ergänzen, zwar zu meiner Arbeit. Da möchte ich gerne noch mal ein Schreiben aufmachen, also den Bildschirm kompartieren. So, und da würde ich ganz gerne vorlesen aus einem Brief, den ich gerade abgeschickt hatte. Johann Galtung stellte mit seinem magischen Dreieck der Gewalten fest, dass eine Gewaltform niemals mit einer anderen Gewaltform bekämpft werden kann. Jede Form einer zusätzlichen Gewalt treibt die Gewaltspirale zu mehr Gewalt. Betrachten wir die Begrifflichkeit von Gewalt enthaltener Begriffe oder einen Gedanken in einer Einheit Energie, so summiert sich die Energie von allen denkenden und geschriebenen sowie gesprochenen Wörtern zu einem aufgeblasenen und platzenden Seifenblase. Um diese wirkliche Gewalt eskalierende Phänomen bildhaft friedvoll zu beschreiben mit der Seifenblase. Dieser energetische Effekt zeigt das gleiche Phänomen auf der Ebene aller Frequenzen, wie die in Resonanz befindlichen Frequenzen ihre Wirkkraft addieren und zunehmen. Positive Resonanz führt zu mehr Wachstum in Form durch Rotation und Kompression der Frequenzen zu Lebensstrukturen und organischen Lebensformen. Negative Resonanzen führen zu Dissonanzkräften. Dissonanzkräfte sind Kräfte der Trennung, Spaltung, Korruption von Lebensstrukturen. Und ich hatte vorhin auch schon erzählt, dass also wir momentan in einer Ära leben oder in einer Zeit leben nach dem Kali-Yuga, wo wir wieder in die Bewusstwerdung kommen, wo die Trennung und Spaltung im Grunde genommen schon aufgehört hat im 14. Jahrhundert, also in dem Mittelalter, und wir jetzt mehr Informationen auch von der Zentralsonne bekommen, also von unserem großen Bewusstsein, dass wir also Informationen erhalten, die dieser Spaltung und Trennung entgegenwirkt, dass wir wieder in die Einheit und in die Einigung kommen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der in dem Zyklus von 25.000 Jahren stattfindet. André Genestet, also mein Freund, der Mediator bei der NATO ist, schreibt im folgenden Link Epigenetik und das Gewaltsystem, Theorie und Praxis. Da habe ich dann die Links dazu in Deutsch, in Englisch und Spanisch, wo jeder nachlesen kann. Solange jeder einzelne Mensch mit seinem Status in seinem eigenen Leben strukturelle Gewalt erzeugt, wie zum Beispiel Bedingungen fordert oder sich durch Vertrag auf Bedingungen und Forderungen einlässt, so bewirkt jeder Mensch als erster Diener in einem Staat eine unsichtbare Dissonanzkraft, die gegen eine natürlich wirksame Lebenordnung der Naturgesetze, speziell das energetische Resonanzgesetz, agiert. Mit anderen Worten,
Solange Menschen für Geld arbeiten und Steuern bezahlen, wird eine strukturelle Gewalt geschaffen, die große Industrien mit Staatsgeschäften zu mehr finanziellen Reichtum helfen, als sich so manch einer vorstellen kann. Stell dir vor, du hast eine milliardenschwere Rüstungsindustrie und alle Menschen und alles Leben will friedvoll, harmonisch in Kooperation sich selbst organisieren, paradiesisch miteinander leben. Das ist wie eine milliardenschwere Pharmaindustrie ohne Patienten, weil natürliche Prozesse aus sich selbst heraus Gesundheit bewirken, weil Heilung aus sich selbst heraus passiert, meist über Nacht im Schlaf durch Regenerationsprozesse, durch gute und heilende Gedanken und Worte und Taten. Ja, alles, was zu diesem Dilemma geführt hat, ist, dass Menschen für mindere Geldwerte ohne Freude außer Acht lassen zum Wohlsein aller arbeiten und sich selber versklaven und somit korrupt werden, weil sie mit selbst erschaffenen Regeln und Bedingungen mit Steuergeldern Firmen und Produkte finanzieren, die ihr Leben und unser aller Leben auf der Erde bedrohen. Damit möchte ich dann erstmal weitergeben. Ja, all die Risiken, die ich vorhin genannt habe, all diese Risiken, die sehe ich also sozusagen bei GWÖ und GWO, bei dieser Diskussion und Einführung von GWÖ und GWO. Und ich habe es ja vielleicht erwähnt, dass wir die Aussichten ja haben, eventuell den Vizekanzler zu beraten und vielleicht sogar das Europäische Parlament. Zumindest war die Mitarbeiterin, seine Mitarbeiterin genau in diese Richtung orientiert. All diese Probleme und Risiken, die ich nannte, gibt's halt bei der GWÖ und GWO nicht. Ich finde das halt so einen gemäßigten Mittelweg. Und ich möchte nochmal am Beispiel der Überbevölkerung deutlich machen, wie Naturwissenschaftler eben denken. Ja, wir sehen, dass die Naturvölker die Überbevölkerung sehr grausam lösen. Da werden Kinder einfach ausgesetzt. So wie der Moses auf dem Nil schwamm, das ist grausam. Ja, denn ich glaube nicht, dass es den Kindern gut geht, die ausgesetzt werden. Und die Mütter, denen tut das zwar weh, aber sie müssen es halt tun, weil irgendwie die Gefahr einer Überbevölkerung droht oder sie das Kind nicht ernähren können, die ganze Gruppe anfangen könnte zu hungern und so weiter. Und wir können das jetzt viel menschlicher machen. Dem stehen aber die vorteilbringenden Irrtümer des Weltsozialsparten gegenüber. Weltsozialsparten sind die Gruppierungen, das sind NGOs zum Beispiel, die sich um die Hungernden und Armen in der Welt kämpfen und das auch bewusst glauben, dass sie das täten, aber die wir als Naturwissenschaftler eher verstehen, als dass diese aktiv hungernde und arme Menschen erzeugen, weil sie nur so an mehr Spenden herankommen. Das heißt, auf der bewussten Ebene sind sie ganz sicherlich Menschenfreunde, aber die Naturvölker zeigen uns, wie es richtig ist. Wenn eine Situation ist, zum Beispiel eine Frau in Afrika, die keinen Job findet, die kein Auskommen, sich nicht ernähren kann, jetzt kann man sagen, okay, die bringen wir jetzt dazu, wir füttern das Kind und sorgen dafür, dass das Kind wieder groß wird und mit einer leider statistisch sehr hohen Wahrscheinlichkeit wieder hungern wird und dann als Erwachsene wieder als hungerndes junge Frau wieder hungernde Kinder in die Welt setzt. Und dann müssen wir endlos, können dann die Weltsozialsparten Spenden sammeln. Und das dient nur dem kapitalistischen Interesse der Weltsozialspartler beziehungsweise der Geschäftsführer der Weltsozialsparten und all denen, die auch Geld dabei verdienen, wenn sie
Spenden sammeln sozusagen. Aber gedient ist der Menschheit damit nicht, sondern wir könnten als Menschen zum Beispiel sagen, okay, wenn die Mutter sich entscheidet, dass sie das Kind nicht haben will, weil wir sagen, wir füttern die Mutter, aber wir füttern nicht das Neugeborene, um nicht eine Kette von Armut und Hunger zu erzeugen und damit das Leiden künstlich zu vergrößern, sondern wir sagen, wenn die Mutter sich gegen das Kind entscheidet, wie das Naturrecht der Frauen war, dann können wir als Gesellschaft helfen, dass dieses Kind in einem glückseligen Rausche einschläft. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, aber mit einem Massageöl mit Morphium oder so, oder mit, ja, so dass es glückselig gar nicht niemals leidet, sondern einschläft. Und damit aber die Überbevölkerung, die Weltüberbevölkerung gestoppt ist und der Hunger in der Welt gestoppt ist und die Armut in der Welt gestoppt ist, die sonst durch die Weltsozialsparten immer wieder produziert wird. Ja? Also ich will damit in der Summe nur sagen, wir Naturwissenschaftler suchen nach dem Weg mit des geringsten Leidens der Menschen. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht, wenn wir denken, ein Leiden zu reduzieren, auf der anderen Seite mehr Leiden erzeugen, indem wir zum Beispiel irgendwann alle abgeschlachtet werden wie die Indianer und Indios, weil wir bestimmte Dinge nicht bedacht haben. Ich gebe weiter. Ja, danke den Vorrednern. Wir sind gleich bei 21 Uhr angekommen, also deshalb denke ich, wir können vielleicht jetzt noch, wenn wir da alle mit einverstanden sind, ein paar nette Schlussworte, wie es uns geht, ne, was wir vom Abend so hielten und was wir wünschen, können wir vielleicht noch äußern, eine Verabschiedung dann auch. Ich kann als Fazit sagen, es ist gut, dass wir reden und es ist so, dass wir wirklich schauen müssen, wie können wir das meiste rausholen. Und ja, ich bin der Auffassung, dass wir wirklich schauen müssen, also auch dabei nicht uns irgendwie rauszureden. Also mit dem Luki hatte ich schon oft drüber geredet, dass man gleichzeitig für die Gesamtveränderung und eine riesen weltweite Initiative sich stark machen kann, während man aber auch sein eigenes Leben so umstellt und das, was man da schon verwirklichen kann vom Zielzustand oder das Leben in den kleinen Gemeinschaften oder Modellen, das kann man eben wirklich dann auch gleichzeitig machen, als sowohl als auch. Und wir brauchen wirklich, dass man überall, wo Spielräume sind, vorwärts zu arbeiten, lospowern. Und nicht sagen, ich suche mir irgendwie einen Teil aus und dann lasse ich die anderen Teile brach liegen. Sondern überall, wo man vorwärts machen kann und wirklich loslegen kann, sollte man es machen. Ja, in diesem Sinne, also seid alle umarmt, mit denen ich hier rede und alle Zuschauer. Und lasst euch ein aufs offene Nachdenken und miteinander sprechen. Und möge das offene Nachdenken und Sprechen dazu führen, dass wir nicht nur an ein paar ausgewählten Lieblingsstellen, sondern ganzheitlich loslegen für das ganzheitliche Verantwortungssystem. Ich gebe weiter. Okay, bin ich jetzt noch mal ein letztes Mal dran. Prima. Ich möchte mal mit einer Frage erinnern, also ob es schon so einen Termin gibt bei dem Rundschreiben oder Anschreiben an verschiedene Leute oder rumtelefonieren. Das wäre schön, wenn er das vielleicht noch sagen könnte am Schluss. Das Zweite ist, dass mir natürlich einen Haufen Fragen jetzt bei deinem Beitrag, Dylan, ist mir ein Haufen Fragen aufgekommen. Also wir müssen doch fragen, warum geht es der Frau so schlecht und warum kann sie ihr Kind nicht ernähren und so weiter. Wenn du von der Wehrhaftigkeit sprichst, dann gehst du immer noch davon aus, ja, dass wir uns immer noch weiter gegen das Spiel kriegen müssen. Ansonsten, wenn wir das eben nicht mehr hätten. Und da ist halt die Frage, ob es jetzt bei dir auch genetisch ist, nachdem wie im Tierreich, dass wir uns mal gegenseitig auf die Schnauze hauen müssen und bekriegen müssen und ich dich nur nicht niedermache, wenn du genauso stark bist oder die gleichen Raketen hast wie ich, dass ich nur dann zurückschrecke. Ansonsten ist mein Inneres sozusagen, dich mit der Rakete niederzuschlagen. Oder jetzt
also weil du es angesprochen hast mit den Raketen, dass sozusagen der Stärke immer den Kleineren niedermachen will oder seinen Besitz an sich reißen will, also wie jetzt hier Russland und Ukraine. Das ist doch die Frage, weil wenn das natürlich ein Grundding ist, dann kommen wir nicht mehr weiter. Also in unserer Auffassung, dann unterscheiden sich da, glaube ich, die Wege, wo wir uns hin entwickeln oder von den Visionen her. Weil ich denke, dass es nicht in der Natur des Menschen ist, den anderen fertig zu machen und den sozusagen zu domestieren zu wollen, sondern dass das also strukturell ist, dass wir so sind, wie wir jetzt momentan gerade sind, wieder mit Krieg und alles. Und nach meiner Meinung nach, um jetzt mal Marx zu zitieren, Entwicklung der Produktivkräfte, sind die heute so weit, dass 11 Milliarden so wären. 11 Milliarden Menschen könnten alle gleichermaßen Grundbedürfnisse befriedigt sein. Da müsste keine Frau in Afrika irgendwie hungern, würde sich vermutlich auch aus bestimmten Gründen auch sich mehr mit Abtreibung und natürlich auch Empfängnisverhütung auskennen oder hätte aus ökonomischen Gründen nicht nötig, so und so viel Nachkommen zu zeugen oder zu gebären, die für sie dann sorgen können, wenn sie alt ist. Und dann bräuchten wir auch keine NGOs mehr, die für Afrika Geld sammeln. Wenn es eben anders verteilt werden würde. Und das ist nach meiner Meinung nach das Problem. Ob sie nun arm und reich sind, zwar von fleißig zu reich, wie das nun denn, ist was anderes. Ja. Aber diese Schere ist ja offensichtlich, dass die immer größer wird. Ja. Und wie gesagt, wenn die jetzt wieder halt raushauen hier an Militärbudget, was er da halt machen könnte für, dann wird der Hunger, nicht nur der Hunger in der Welt, sondern auch noch andere Sachen in der Welt, könnte es dann also damit beseitigen. Gut, ja, ansonsten war es wieder fruchtbar und hat mich wieder gefreut, dabei sein zu können und gebe weiter an Henning. Ja, danke. Ich möchte ganz gerne noch etwas ergänzen von dem, was ich vorhin gesagt hatte und was auch Luki eben gesagt hat. Alle 2D-Geldwerte auf der Erde, auf der 3D-Erde, stehen immer dem 3D-unendlichen, unverhandelbaren, unveräußerlichen Lebenwert eines jeden lebendigen Leben gegenüber. An dieser Stelle darf ich einmal die Frage stellen zur Bewusstwerdung, wie groß ist das kleinste Lebewesen mit unendlich, unverhandelbaren und unveräußerlichen Lebenwert? Und damit möchte ich diese Runde beenden, beziehungsweise erwarte noch von jedem eine kurze Antwort. Ja, der Lüfter läuft doch so laut, ja. Ich versuche ja auch das Ende zu finden für heute mit einer möglichst kurzen Bemerkung. Also erst einmal, für uns im Weltrat Naturwissenschaft geht es darum, Leid von Menschen zu vermeiden. Ja? Und zwar, indem man eben, wie kann ich das Leid auf der Erde minimieren? Und das kann ich eben nicht, wenn ich Bedingungen schaffe, in denen ich ganze Generationen von hungernden Kindern zum Beispiel erzeuge, weil die leiden. Die haben Schmerzen. Und das wollen wir naturwissenschaftlich verhindern. Also, und dann zu Luki, wenn du in Deutschland, wir können ja nur in einem Land anfangen. Es wird immer ein Land das erste sein. Wenn wir in Deutschland alles Geld abschaffen, dann werden sich die anderen Staaten angucken, was mit Deutschland passiert und werden dann entscheiden, ob sie Deutschland folgen, dem Beispiel folgen oder ob sie nicht folgen. Ja? Und wenn wir dann sehen, dass wenn Deutschland anfängt mit der Geldabschaffung und alle anderen Staaten rundum rüsten noch auf und wir denken nur mal dran, wie angriffslustig die Amerikaner sind und jederzeit bereit sind, Staaten abzuschlachten und Menschen abzuschlachten. Diesmal ist es jetzt Putin, aber ich glaube, das ist schon auch, ja, und wir können nicht ausschließen, dass es immer noch die Strategie gibt, dass Putin vielleicht denken könnte, ich erobere jetzt die Ukraine, das kostet mich 100 Milliarden, 200, 500, 600 Milliarden,
Milliarden, aber hinterher profitiere ich von der Ukraine mit 800 Milliarden. Und dann habe ich ein gutes Geschäft für Russland gemacht. Ja? Das heißt, können wir nicht ausschließen, dass es sogar solche egoistischen Motive gibt, die da zu den Kriegen führen? Was ist dann aber, wenn irgendein Staat sagt, naja gut, Deutschland, die sind jetzt geschwächt, da sind die ganzen Raketentechniker sind abgewandert, weil es da kein Geld mehr gibt und die vorher geflüchtet sind, alle, die große Einkommen erzielt haben, sind geflüchtet. Deutschland kann sich nicht mehr wehren und jetzt können wir die jederzeit ohne Risiko und ohne, vor allem ohne, dass sie eine Abwehrmöglichkeit hätten, könnten wir die platt machen und dann Deutschland in Besitz nehmen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ganz aus der Welt ist, denn wir erleben es ja gerade, dass es nicht aus der Welt ist. Russland und Ukraine, der Krieg ist ja real, ja? Und genauso real kann er dann auch in Deutschland sein, wenn Deutschland sich zu sehr schwächen würde. Also mein letzter Satz erstmal für jetzt hier. Wir wollen Leid reduzieren und nicht Risiken eingehen, indem wir hinterher 10-mal so viel Leid haben wie vorher. Ne? Ich gebe weiter. Gibt es noch einen Termin eigentlich? Das musste Öffi beantworten, weil ich hätte es natürlich toll gefunden, wenn wir eine ganz konkrete Woche angeboten hätten. Aber er hat das so gemacht, wie er das halt macht, sehr sanft und milde und erläuternd. Aber dadurch war vielleicht für die Leute nicht so ganz klar, hier die und die Woche, da läuft der Kongress. Und wenn ich da nicht dabei bin, sind vielleicht die anderen dabei gewesen und ich habe das Nachsehen. So hätte ich es gemacht. Aber Öffi hat es anders gemacht. Ne? Aber jeder, es war ja nur unsere Anregung an Öffi, das so zu machen. Und er macht das natürlich so, wie er es für richtig findet. Öffi, Gerd, du hast, glaube ich, so keinen ganz konkreten Termin gesetzt, außer Montag und Samstag. Ja, kleiner Moment, ich muss mal gucken, kann ich mich hören? Ja, ihr könnt mich hören. Dank an die Vorredner nochmal. Wir sind ja ganz beim Verabschieden eigentlich schon. Mit dem Termin. Ich bitte euch, das ist ja, wir können lesen und schreiben, ne? Und wenn uns die Dinge wichtig sind, dann lesen und schreiben wir auch dafür. Also guckt rein, bitte schön, in das Freie Argumente-Forum, weil da habe ich jetzt ja dieses Thema mit der Einladung auch zu diesem, also die interaktive Stelle für die Weiterverfolgung der Einladung und Ausgestaltung der Zukunftskonferenz. Habe ich da reingesetzt und man kann da auch drüber diskutieren, man kann Anregungen bringen, wie man das weiterentwickeln kann. Ich habe gesagt, wir haben jetzt zwei Termine, den Samstag und den Montag, die stehen zur Verfügung. Wir können weitere Termine machen, wie es sinnvoll ist. Ihr könnt, also ich habe da auch die Multiplikatoren angesprochen, ihr könnt einzeln in Talks kommen mit uns oder es können Gruppentalks gleich werden. Wir können das so entwickeln, dass keiner letztlich sagen kann, und das ist mir eigentlich noch wichtiger als die Frage, haben Sie vielleicht dann Torschlusspanik, ne? Wenn ich nicht dabei gewesen bin, da komme ich schnell gerannt. Mir ist eigentlich lieber, wenn Sie eben wirklich das Angebot so bekommen. Keiner muss rausfallen. Oder wenn er jetzt in der Woche nicht konnte, hat er Pech gehabt oder so. Alle können. Und ich bin durch diesen Ansatz ja für alles offen. Also Sie können samstags oder montags kommen. Sie können einen speziellen weiteren eigenen Termin, einzeln oder in Gruppe, versuchen zu organisieren. Sie könnten auch eine ganze Woche machen, aber Sie sollen sich einfach regen und Sie haben alle Möglichkeiten. Und der Anfang ist gemacht und wie gesagt, lasst uns gucken, dass wir da effektive Fäden entwickeln. Deshalb ganz herzliche Einladung, guckt rein in das Freie Argumente-Forum, da spielt die Musik. Also jetzt auch die interaktive Musik für die Entwicklung der Zukunftskonferenz. Alles klar, lasst uns ganzheitlich werden, lasst uns wesentlich werden, lasst uns die Veränderung sein und leben, die wir in der Welt sehen wollen. Ich umarme euch nochmal und damit bin ich raus. Ciao. Ja, eine konkrete Frage noch. Samstags der Termin, wann ist der? Welche Uhrzeit? 20.15 Uhr mit dem anderen Link, mit dem Google Meet Link oder telefonisch. Ah gut, dann weiß ich Bescheid, weil den Google-Link habe ich nicht. Den muss ich erst mir, den schick mir nochmal bitte per Mail zu. Schickst mir wieder eine Mail, dann schicke ich dir den Link zurück. Ja, ist in Ordnung. Telefon brauchst du nicht, geht mit Link, ja? Hast du einen Google-Account oder sowas? Google habe ich, ja.
Ja, ne, dann wird das klappen. Okay, tschüss, schönen Abend noch. Tschüss, tschüss. Schönen Abend. Tschüss, tschüss, tschüss. So. So, liebe Live-Fernsehzuschauer, ich verabschiede erstmal die ja nicht vorhanden sind, zum Glück, weil wir das noch lernen müssen.